Ich glaube, jemand wartet hier und ist noch readier than ready. Denn wir haben noch jemanden? Wir haben noch jemanden, nämlich frisch aus... Ich dachte schon, was ist das da vorne alles? Ich habe mir gerade ein bisschen Angst gemacht, weil ich das nicht sehen kann. Nein, was uns nicht Angst macht, sondern Freude ist... Simon, bist du da? Hallo, ja. Ja, ich reibe mir gerade Nudeln rein, damit ich bereit bin für die Action. Danke, das ist ja schön, ja, euch hier auch kompetentes Team am Start zu haben. Bin sehr gespannt. Du hast gerade noch ein bisschen X-Defiant gezockt? Genau. Ist schön, muss ich sagen, gerade wie jetzt, der noch, das ist ja was für dich, ne? Du hättest da, glaube ich, Bock drauf, könntest gut ruhen. Ich habe es mir schon angeschaut, ich finde es gar nicht so schlecht, das ist halt so Oldschool Call of Duty. Genau, aber ohne die Killstreaks, was ich persönlich sehr schön finde. Das finde ich auch sehr gut, also und keine Maps Killstreaks, sind originell. Es gibt ja noch Abilities, ist ja auch Free-to-Play jetzt von Ubisoft erschienen. Was ich jetzt noch ein bisschen zu kritisieren finde, ist halt, das klingt jetzt merkwürdig, aber ey, wenn ihr schon ein Spiel rausbringt, das Free-to-Play ist und ihr das Spiel durch Skins und andere Sachen monetarisiert, dann macht die Skins doch zumindest attraktiv und schön. Die sehen alle hässlich aus. Ist das so? Ja. Vielleicht ist hässlich das neue, vielleicht ist cringe das neue cool oder so. Da sind wir ja die coolsten seit langer Zeit. Ja, endlich, ihr seid alle reingewachsen. Wir alle, ja. Wir haben den Markt gecornert. Ja, Simon, gibt es irgendwelche Hoffnungen, Erwartungen, die du potenziell hast? Oder wirst du dich erstmal überraschen lassen, weil jetzt geht's los mit dem Summer Game Fest. Mal gucken, was kommt. Ja, ich weiß überhaupt nichts. Also ich war schon, als Elias meinte, dass Kili gesagt hat, erwartet nichts, dann denke ich mir, okay, dann erwarte ich jetzt auch nichts. Also. Das kann ja auch eine Falle sein, meinte Elias, ja. Also, wer hat es gesagt? Elias ist der Fallenspekulierer. Elias meint, es wäre die Falle, aber ich glaube, du willst ja Silksong haben, ne? Ja, das glaube ich aber nicht, dass das kommt. Das erwarte ich eher so Richtung Microsoft, wenn die ihre Konferenz launchen, wenn überhaupt. Aber ansonsten, ich glaube, meine einzige Erwartung heute ist, dass ich vielleicht so ein, zwei neue kleine schöne Indie-Perlen sehe, die angekündigt werden neu. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Studio von Gries, falls euch das was sagt. Oh, da geht's los, oder? Dass die ihr neues Spiel heute im Rahmen des Summer Game Festes nochmal ausführlicher vorstellen. Darauf freue ich mich. Und wenn wir auf der Schlagzahl nochmal ein bisschen was bekommen, bin ich persönlich schon happy. Ich höre Musik, ne? Kommt die gerade von euch wahrscheinlich, weil ich euer... Achso, das kann ja. Im Hintergrund läuft noch die Warteschleife gerade. Offiziell geht der Event ja um 21 Uhr deutscher Ortszeit los. Wir haben also eh noch ein bisschen gut Zeit, quatschen zu können. Das, was du hörst, ist und ja Jeff Keighley spielt gerade an der Triangle oder was auch immer. Nee, jetzt höre ich hier eine Anmoderation. Hallo an unsere Zuschauer. Da stand gerade auch hier Summer Game Fest in 4K at 60 und Keighley steht da und nach langer Zeit mal wieder auf dem YouTube-Kanal live. Mal gucken, was da alles kommt. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was man zu 100% erwarten kann. Ich habe mir vor dem Abend mal kurz das Sketchel angeguckt, weil Summer Game Fest ist ja Ersatz E3, so wie wir die Konferenzen bekommen hätten. Die Tage über bei der E3 ist jetzt ein bisschen verzerrt. Wir haben hallo, aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das Summer Game Fest gibt es auch bei euch. Konferenz. Und wir werden entweder hier auftauchen oder wenn es zum Beispiel bei Ubisoft geht am Montag. Jetzt geht's los. Vielleicht haben sie da nochmal irgendwas, was sie exklusiv geholt haben. Und Capcom, meine ich, hat diesmal auch keine eigene Konferenz. Dann denke ich auch, wenn sie was zu ergänzen oder anzukündigen haben. Ihr seht ja auch, wo Resident Evil Collection, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass Resident Evil Code Veronica Remake oder sowas ist, aber irgendwas kann ich mir auch vorstellen, dass wir es jetzt heute bekommen. Oh ja, Resident Evil würde mich auch interessieren. Also Code Veronica würde ich gerne nachholen. Sehr. Gehört zu diesen alten Resident Evil Teilen, also 1 bis 3 habe ich nicht gespielt, deswegen Code Veronica gehört dazu. Ja, auch nur einen Schritt weiterkommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das endlich. Also einen Schritt weiter in diesen, Entschuldigung, ich wollte nur, wir haben einen leichten Delay. Dass wir allein jetzt mal, okay, jetzt kommt der nächste Trailer, dann kommt irgendwann das Spiel, dass man einfach die ständigen Progress sieht, das wäre mir wichtig bei Resident Evil. So, von mir aus ein Code Veronica, von mir aus auch was Neues, wo sie alles nochmal neu erfinden, fände ich super. Aber ist das überhaupt eine Möglichkeit? Steht das überhaupt zur Diskussion, dass das passiert? Also rein was Resident Evil angeht, ich glaube, es gab x-fach Gerüchte in verschiedene Richtungen. Zu einem hieß es mal, oh, es wird Resi 9 jetzt angekündigt, endlich mal. Lange Zeit in Entwicklung. Wissen wir alle natürlich noch nicht, wird das Ego-Perspektive sein oder nicht. Die hatten ja bei 7 und 8 die Ego-Perspektive genommen, bei den Remakes dann das eigene Third-Person-Konzept dann beide gemacht oder geht es vielleicht doch in eine andere Richtung? Anscheinend soll Leon wohl bei Resident Evil 9 als Charakter sein, jetzt mit 70, 80 Jahren oder wie alt er mittlerweile ist, wenn du die Story dann weiterführst. Aber es hieß dann alternativ auch, dass parallel jetzt an dem Code Veronica und Resident Evil Zero Remake gearbeitet wird. Was die beiden Titel sind, die ehrlich gesagt wirklich ein Remake vertragen können, weil die Originale nicht so gut waren. Beide, genau. Würde ich gerne sehen. Da
könnte man auch was Gutes draus machen aus beiden Teilen, finde ich. Ja, ich glaube auch Teil 5 wäre mittlerweile zu früh, weil das ja auch schon, glaube ich, wie alt ist es? 16 Jahre her, glaube ich. Das 2009 war Teil 5, also Teil 5. Ja, 15 ungefähr. Ja. Und Teil 5 und 6 muss ich daraus sagen, ich weiß nicht, ob du es dann so remaken kannst und dann wieder auf diesen Zwangskoop dann gehen kannst, weil das ist so 2009. Ich weiß nicht, ob du das Spiel 1:1 auch so rausbringen kannst. Ach, konntest du das nicht im Singleplayer normal? Es war KI-gesteuert. Ja. Dann. Du hast immer einen KI-gesteuerten Partner gehabt und ich fand das mega scheiße bei 5 und 6. Mhm. Weil sie dir die Items klaut. Was? Ja. Naja, du konntest auch verlieren, wenn die KI vom Gegner umgebracht wird. Hast du verloren, obwohl du nichts gemacht hast. Ah, verstehe. Okay. Ja. Nichtsdestotrotz, die beiden könnten natürlich auch nochmal vertragen, gerade was so Darstellung bestimmter Szenarien angeht. Der 5. Teil war vielleicht nicht so modern, ja, in gewisser Ansicht. Ja. Da könnte man auch noch was aktualisieren. Das soll aber jetzt nicht der Resident Evil Talk werden. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir können ja ein bisschen Game Talken vorab. Ja, wir können uns, glaube ich, schon darauf einigen, dass Monster Hunter gezeigt wird, oder? Das wurde ja schon gesagt, ja. Ja, können wir uns ziemlich sicher sein. Die hatten ja doch schon auch nochmal einen Trailer gezeigt bei der State of Play. Genau. Ja. Seid ihr Monster Hunter-Fan? Ich erinnere mich, Gregor, dass ich mal versucht habe, dich auf die Seite der Monster Hunter zu bekehren, aber da bin ich manchmal ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Hat sich das verändert? Nicht so wirklich. Ich habe nichts gegen Monster Hunter, ist eine coole Serie, aber bei mir ist das so ein bisschen wie mit Dynasty Warriors. Irgendwie habe ich da wohl nicht das entsprechende Gen dafür, mich da voll entzweien zu lassen. Vielleicht liegt es auch an den 1000 plus Stunden Yakuza oder die anderen Sachen, die ich dann spiele, aber irgendwie bei Monster Hunter, ich habe vielleicht weniger die Geduld rauszugehen, um mir für irgendeinen Fußnagel dann 3 Tage lang irgend so ein Monster zu stalken. Ich probiere es immer wieder mal. Ich versuche ab und zu mal reinzukommen, aber ich merke, dass ich die dann schon nach ein paar Stunden liegen lasse. World war das, was ich vielleicht nochmal 10, 15 Stunden gespielt hatte. Ja. Haben wir, glaube ich, hier im Rahmen des Events. Wir haben mal zu viert Release-Events haben wir mal Monster Hunter World gespielt. Ich hätte mal eine Frage an euch. Rise gespielt, gemeinsam mit Fabian. Ja. Simon hat auch was. Ich glaube, du bist ein bisschen leise, aber kann ich ein bisschen lauter machen. Ist okay. Ich wollte eigentlich nur, wir haben leichten Delay, wird nicht ins Wort fallen. Ich wollte nur kurz fragen, weil ihr über Game Talk-Themen gesprochen hast, was ihr davon haltet, dass das neue Halo jetzt halt für PC, nicht PC, sondern für PlayStation kommt. Das habe ich jetzt auch nur irgendwo gelesen. Wurde das bestätigt? Nee. Ist das Quatsch? Das sind, glaube ich, Gerüchte. War das ein Gerücht? Ja, okay, dann war das nur ein Gerücht. Ich habe das nur gehört und dachte nur so, naja, es ist aber irgendwo der finale Schritt ins Grab, auch für eine Reihe, die halt irgendwann mal exklusiv Stärke hatte und jetzt halt nicht mehr hat. Meinst du, das wäre der Schritt ins Grab? Ich glaube, das Gerücht war jetzt, dass anscheinend noch ein Halo 1 Remake kommen soll. Ein weiteres Remaster hieß es, nachdem wir ja schon ein Remaster für die Master Chief Collection gekriegt haben. Ja, und das soll, glaube ich, für alle kommen. Ja, Multiplattform sein, angeblich. Aber der erste, der hat doch auch ein Remake bekommen. Ja, Remaster. Du konntest dann immer zwischen der alten oder der neuen Version. Kannst du dich daran erinnern? Okay. Und wie wollen die es jetzt machen? Kannst du dann durch 3 Spiele switchen? Vielleicht, ne? Aber dreimal Selektro. Du musst aber, es geht nur in einer Richtung. Du kannst wieder zurück switchen aufs andere. Simon, ich kann verstehen den Ansatz von wegen, weil das hatte ja diese Exklusivpower. Ich meine, Halo hat meines Erachtens schon lange diesen Touch verloren. Ja. Dafür holen sich Leute in Xbox. So. Mhm. Infinite war ja jetzt kein schlechtes Spiel, aber nicht, wo alle im Quadrat gesprungen sind, wie bei Halo 3 oder Reach. Ja. Und ich glaube fast schon eher, PlayStation würde dem das nochmal ein bisschen öffnen oder es ein bisschen populärer machen. Ja, ich denke, das ist nicht die schlechteste Methode. Ich sage halt nur, es zeigt halt, dass da selbst bei Microsoft keiner mehr denkt, das wäre noch ein Zugpferd. Das meine ich. Dass das als Theorie oder wenn es angekündigt wird, sagt halt, okay, wir haben verstanden, dass weder mit der Konsole noch mit dieser Reihe groß noch jetzt ein Krieg zu gewinnen ist. Aber vielleicht kann man das auch so auslegen, dass das gerade auf die PlayStation kommt, weil es ein Zugpferd ist und möglichst viele Leute da nochmal, oder Microsoft sich mit diesem Zug nochmal eine komplett neue Userbase sich erhofft. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja. Auch ein guter Gedanke. Was du eher machen solltest, meines Erachtens, wenn Microsoft das erstmal öffnen will, bevor du die ganz großen Brecher, neues Gears kommt raus oder Halo nochmal remaken, remastern, wie auch immer, Master Chief Collection auf die PlayStation und Cross-Plattform machen, dass die Leute da zumindest den ganzen Multiplayer dann schon machen können. Gears of War in der Collection vielleicht auflegen für alle Konsolen. Ja. Ich würde ganz gerne, weil Bethesda gehört ja auch mittlerweile zu Microsoft, ich will gerne Fallout 3 und New Vegas außerhalb des Xbox-Kosmos haben, dass man das auch mal auf PS5 oder so spielen kann. Und die ganzen Sachen sollten erstmal kommen. Ja. Ich habe hier gerade im Chat gelesen, X-Sicht heißt er, glaube ich.
Der hat ein Spiel da reingebracht und ich will das ganz kurz hier nochmal erwähnen, bevor wir hier gleich absolutes Trailer-Feuerwerk haben. Und zwar nennt sich das Nine Souls. Kennt ihr das? Ja. Gehört von. Metroidvania, oder? Metroidvania aus Taiwan. Ja, genau. Ja. Von Red Candle Games. Die haben vorher Devotion gemacht. Dieses Spiel, das ist ein kontroverser. Panda-Bär-Spiel. Ja. So nämlich, das war's. Nine Souls ist jetzt quasi ein Hollow Knight-Verschnitt. Auch sehr viel handgezeichnet. Metroidvania. Das ist eines der wenigen Spiele, ich habe, glaube ich, 2 Spiele in meinem Leben via Crowdfunding unterstützt. Das gehörte dazu, habe es mir runtergeladen und es ist großartig. Also, falls ihr das da draußen noch nicht kennt, Nine Souls ist gerade erschienen, da gab es relativ wenig Reviews, weil die wohl keine Pressecopies rausgehauen haben. Das kann man sich echt mal zu Gemüte führen. Ja. Das kam auch aus dem Nichts, finde ich. Also, ja, das haben sie aus lang promotet. Ich habe die Demo auch vor 2 oder 3 Jahren gespielt. Ich fand es auch ziemlich cool, weil es ja diesen Sekiro-Ansatz hat, auch mit Perfect Parry. Genau, die fantastische Regie hat hier direkt mal einen Trailer vorbereitet. Sieht so sieht das aus. Ja. Gibt es für aktuell nur für PC, soll aber auch für Konsolen erscheinen. Also falls euch das interessiert, hat so eine Mischung aus, ist so eine Mischung aus Sekiro, du hast halt sehr viel Parry, wie gesagt, Metroidvania, Hollow Knight, Verschnitt ist da sehr viel mit drin. Sehr action-paced, tolles Level-Design. Ich habe da, wie gesagt, ein bisschen reingespielt und finde es ganz, ganz toll. Also bevor wir jetzt hier, wie gesagt, das große Trailer-Feuerwerk haben, nochmal einen kleinen Shoutout an ein tolles Spiel, das gerade erschienen ist und meiner Meinung nach noch nicht genug Bass bekommt, als es verdient. So viel dazu. Hat das irgendjemand von euch auf dem Schirm gehabt? Du hast die Demo damals gespielt. Ich habe die Demo gespielt, aber ich wusste nicht, wann das Spiel erscheint. Und ich hatte vor einer Woche mit Markus drüber gesprochen und gefragt, so, was er gerade spielt. Er meinte so, ja, ich spiele gerade Nine Souls. Ich so, ist mittlerweile erschienen? Ja, ist gestern erschienen. Und ich so, weil irgendwann gesagt wurde, ja, das Spiel wird erscheinen, aber nicht wann. Und jetzt ist es plötzlich erschienen und werde ich bestimmt dann noch holen. Weil mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit der Komponente, dass es halt auch, ja, Rhythm Game, Parry und so weiter. Yes. Es gibt auch Boss Rush und so, deswegen. Wir hatten vor ein paar Wochen oder 1-2 Monaten war das bei RBTV Home auch nochmal so einen kleinen Metroidvania Roundup gemacht mit Tierlisten und was uns da so alles erwartet dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob Nine Souls dabei war oder nicht, aber dann merkt man wieder, man wird so ertränkt in Metroidvanias gerade. Und das sah alles sehr geil aus, aber auch irgendwie habe ich auch alles schon mal gesehen. Also jetzt nicht im negativen Sinne, das soll nicht negativ auf das Spiel dann so umschlagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen gesättigt im Moment. Was es angeht. Es ist ein krasses Jahr, wenn es um Metroidvania geht. Also irgendwie jeden Monat gibt es irgendwie 2 oder 3 Stück, glaube ich. Die auch richtig gut sind. Ja, alle sind irgendwie in gewisser Weise gut. Prince of Persia auch. Habt ihr das durchgespielt? Nicht durch, aber... jetzt ist auch Prince of Persia Rogue noch erschienen. Ja, Rogue, ja, aber das Rogue ist nicht so geil. Aber das davor war echt gut. Das 2D ist sehr schön. Hast du gespielt, Simon, ja? Ja, habe ich sogar noch recht... Also ich habe es leider nicht durchgespielt, aber ich hätte es gerne durchgespielt, weil es echt eine sehr schöne Mechanik hat. Und sich so das geil. Auf jeden Fall. Ja, diese 2D-Bosskämpfe waren dann auch sehr schön, so einfach was sehr Dynamisches und hat einfach Bock gemacht, ja. Auch Tales of Kanzera habe ich auch ganz gern gespielt. Das habe ich zum Beispiel ausgelassen. Das fand ich nur okay. Es kam sehr nahe an Prince of Persia daran, also und hat dann eben so ein bisschen viel, nicht exakt, dass es gleich ist, aber man so der Flow des Spiels hat sich ein bisschen ähnlicher angefühlt. Und dadurch, dass ich Prince of Persia nicht so groß gespielt habe, habe ich mich eher da drauf geschaut. Da muss ich die letzten Level noch machen. Da wird ja auch eher mehr geballert, finde ich, bei Tales of Kanzera im Gegensatz zu Prince of Persia. Ja, die Fähigkeiten sind, die haben ja auf Ballern aber ausgelegt. Naja, du hast natürlich deine Kampfsequenzen da, aber ich fand gerade das Fortbewegen fand ich ja ganz geil. So schön dieses Flüssige und was weiß ich, so Wasserfälle vereisen zum Hochlaufen und so andere Kram. Das stimmt, das war ganz nett. Aber egal, ne? Das soll jetzt nicht dann der Metroidvania-Talk und so weiter werden. Ich habe hier im Chat gerade gelesen, Sir Arthur hat Persona 6 geschrieben, das wird wohl nicht gezeigt, aber dafür... Metaphor, Refantasio heißt es. Refantasio. Um 3 Uhr nachts deutscher Ortszeit ist der Atlus-Stream, ich stream das nahe, wenn ihr mich zuschauen möchte. Also nicht hier, aber RPG-Heaven rüber. Ja. Nach Hauskurs hinten, ein Powernap und dann geht's los. Wahrscheinlich, ne? Also wir werden heute hier das Summer Game Fest uns anschauen, aber ich werde dann gucken, so. Ich konnte es jetzt nicht auslassen. Ne? Es gab schon vor einem Monat so einen 20-30-Minuten-Stream. Das ist das neue Spiel von, ich weiß nicht, ob das die Persona-Macher per se sind, aber bei Atlus haben sich ein originäres Rollenspiel ausgedacht, was so ein bisschen
ja, Fantasy, Steampunk mit ein bisschen Persona-Elementen mischt, aber mal so klassisch wieder ein bisschen anderes RPG, dass du nicht so diesen Schulalltag hast. Mhm. Und alles, was ich bisher davon gesehen habe, sieht auf jeden Fall sehr ausprobierungswürdig aus. Es kommt ja auch in ein paar Wochen Shin Megami Tensei 5 Vengeance raus, das Update von Shin Megami Tensei 5, was eines der besten RPGs der letzten Jahre war. Atlus, wenn die nichts anderes im Köcher haben, nachdem sie schon Persona 3 Reload gemacht haben, dann freue ich mich jetzt erstmal auf Metaphor Re Fantasio. Genau, das wird ziemlich sicher auch gezeigt. Warum sieht das so abgefahren aus? Wie gesagt, das sind die Persona-Leute, haben tolles User-Interface, ähnlich wie in Persona auch. Das hat vor allem dadurch so ein bisschen Aufsehen gesorgt auf Twitter und Co. Dann natürlich, wie heißt das, Shuji Meguro, ist das richtig? Der Musiker, ja. Genau, der Komponist der Persona-Reihe ist ja auch wieder mit am Start. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das ist für mich ein bisschen, ja, ein bisschen Japanokram, aber meiner Meinung nach Game of the Year Contender. Oh, das ist schon arg gesprochen. Also müsst ihr das mal gucken, was das da Spiel ist. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Boss-Design an Hieronymus Bosch angelehnt. Oh, an das gefällt mir. Ja, also an die Gemälde von Hieronymus Bosch haben sie quasi Boss-Designs angelehnt, was mal ein bisschen was anderes ist als Hieronymus Bosch. Der große Penis auf dem Streitwagen. Ja. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das auf dem Steam Deck läuft. Ich gehöre mittlerweile zu den stolzen Besitzern. Ja, Mann, komm! Einfach nur, weil ich Hades 2 spielen wollte. Steam Boys. Und ich glaube, das könnte darauf laufen, da hoffe ich ein bisschen drauf. Das wäre für mich das perfekte Steam Deck-Spiel. Wenn es Richtung Persona geht und Fantasy-Setting, die Persona-Leute, count me in. Ich bin Hast du Persona 3 gespielt? Das Remake noch nicht. Nee, aber das steht auf der Liste natürlich. Reload ist auch super geworden, aber es muss sie auch noch fertig spielen, gerade erst mit Infinite Wealth durch. Ich kann mir vorstellen, dass das gut auf dem Steam Deck läuft. Es ist auch ein Game Pass, meine ich, wobei du musst gucken, ob das auf dem Steam Deck zum Laufen kriegst. Meine Frau wird es lieben. Die will das unbedingt spielen, die ist große Persona-Fan. Ja, geil. Aber wo ist denn der Schulaspekt und dieser ganze Teenie-Aspekt? Ist der weiterhin da? Man sieht das ja jetzt hier nicht so. Ja, hat ja nicht so viel mit Persona an sich zu tun, außer dass die Leute... Ach so, nee. Sind, ja klar, genau, ich Idiot, ne? Aber ich meine, ich nehme an, dass sie ein ähnliches Mechanik dahinter haben, oder? Also es gibt auf jeden Fall einen Tagesablauf genau, auch. Du hast einen Kalender, du hast Social Links auch wieder hier. Ja, siehst du, das meine ich. Bloß der große Unterschied ist, dass du nicht mehr ein Schüler bist, sondern ein aufgehender... ein aufstrebender Herrscher und du bist quasi auf der Reise und sammelst quasi Stimmen. Ah, so eine Wahlkampftour. Eine Wahlkampagne. Ja, du spielst im Grunde eine große Wahlkampagne. Also da spielst du Europawahl jetzt, oder? Eigentlich passend, die Monarchie. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, das ist, wie sich Japaner die Europawahl vorstellen. ganz genau, ne? Da haben sie so zwei Praktikanten geschickt, geht mal nach Neuschwanstein und macht mal Impressionen, da sind sie damit zurückgekommen. Ja. Hey, Europawahlen als Anime? Count me in. Ja, ich fände es offen gesagt auch irgendwie cool. Ja. Wie so ein Volleyball-Match, ne? Dann aufgebaut. Genau, es kommt heute Nacht noch und ich glaube um 2 Uhr morgens gibt es auch noch Evolver oder so, das werden wir hier nicht begleiten, sondern wir schauen uns den Summer Games Fest Stream an. Das würde ich so gerne sehen, aber es ist echt zu spät. Aber die Evolver ist cool. Man wird hier die Viertelstunde wird man dann ja auch morgen nachholen können, in Ruhe. Und wo war die Storyline da gerade geblieben? Ich glaube, die hatten ja wieder so eine Meta-Story aufgemacht, dass jetzt, die waren Roboter? Das Maskottchen war doch irgendwie da, so, das mit der großen Hand, das Maskottchen, Maus. Genau. Ich habe ja den Namen vergessen, der Chat weiß es bestimmt. Ich habe mir das letztes Jahr auch nochmal angeschaut. Oh Gott, ich mache mich da vielleicht unbeliebt, aber ich skippe das immer. Oh. Nein, das ist mega witzig. Ja? Ja. Lohnt sich das? Ja. Das ist das große Devolver-Cinema in meinem Universe. Das ist meine Lieblingskonferenz jedes Jahr. Ja? Okay. Ich sag dir was. Volvi, weckt dir Lebenskraft. Ich habe immer davor, denke ich, das ist mir alles zu gewollt und gekünstelt und der Joke ist durch. Und dann gucke ich das und es ist fucking lustig, weil die dann noch einen neuen Twist finden. Also die überzeugen mich immer wieder vom Neuen, wo ich dann immer sehr skeptisch bin. Vor allem, es ist auch nur eine Viertelstunde dann immer. Was man sagen muss, die Titel bleiben ein bisschen auf der Strecke. Wenn sie dann nichts Großes zum Ankündigen haben, die haben die dann irgendwie 5 Titel, die gerade random vorgestellt wurden und dann werden die irgendwie zusammengehauen. Das ist so ein bisschen einfach, die Verpackung übertüncht die Spiele dann meist. Und dann ist so plötzlich Suda 51 und macht irgendwas ganz Verrücktes, baut einen Kampfroboter zusammen und keine Ahnung, also da ist alles Mögliche drin. Boah, die haben doch ein Spiel, wie heißt das, von Bennett Foddy ist das doch? Ah, mit The Game, da, wo der rumläuft. Tiny Feet. Nein, wo der rumschlittert, der Typ, ne? Ja, wo sie den Typen aus dem Keller rausholen. Ja, und Tiny Feet, das ist das, wo du Das heißt doch nicht Tiny Feet. Das heißt doch anders. Oder?
Irgendwas, wo der auf dem Spiel, wo er herumgeht, ne? Ja. Der Chat wird es wissen, aber ich meine auch nicht, dass es Tiny Feet ist, vielleicht ist es aber. Hilft uns. Aber ich weiß, was du meinst, was so ein bisschen so Quop und Octodad ja, genau. war. Und aber ja, genau. Das, der Unterschied ist hier, dass Baby Steps. Halt Baby Steps. Ja. Ah, das habe ich gehört. Tiny Feet. es geht nicht immer um Donald Trump. Baby Steps, Baby genau. Baby Steps, vielen Dank. Und Angerfoot muss ja auch noch irgendwann kommen. Da habe ich die Demo vor 2 Jahren gespielt. Hey, Angerfoot ist fantastisch, wenn es mal rauskommt, denn die ist auch schon super lange in Entwicklung. Hast du das gespielt, Elias? Hotline Miami nur mit dem Fuß? Ja, das ist geil. Guck dir mal die Demo an. Ist eine gute Demo. Ja? Kannst auf jeden Fall nur Spaß haben. So Techno-Mucke, dazu trittst du irgendwelche Türen ein und Leute in Fässer, es ist wirklich gut. Okay. Devolver hat noch irgendwas Geiles gehabt, dieses Skate-Spiel, wo alles aus Glas ist. Oh. Das ist auch eine gute Idee. War das mit dem Fotomodus auch, oder denke ich an was anderes? Das ist nochmal was anderes. Okay. Aber das war auch, glaube ich, im Rahmen von Devolver. Ja. Oh, wenn du gerade schon Skateboard... Ich bin gewohnt, hier einen Laptop zu haben. Ja. Er ist nicht mehr da, aber... Du wolltest nicht mal moderieren, dann kriegst du auch keinen Laptop. Dafür haben wir den Chat. Skate-Story heißt das. Und wenn wir gerade bei Skateboard-Spielen sind, EA macht doch gerade auch neues Skate, oder? Was ja, Free-to-Play sein sehen. Wird. Wahrscheinlich wird das vielleicht auch vielleicht heute gezeigt. EA hat ja auch keine eigene PK. If I die before awake, at least in heaven I can skate. Okay. The Lord of the Boards! All die Skater-Songs. Ja. Skate, also. Was machen die Guano Apes gerade? Das ist wichtig. Das war nicht Skate gewesen. Das sieht ja doch sehr gut aus. Das ist einfach cool, wie das Spiel. Ja. Der Krogi sieht doch mittlerweile so aus. Es ist der Mirror Man tatsächlich. Ja, genau. Oh, das sieht richtig toll aus. Und er jagt den Donations hinterher, oder was ist das? Also, wenn die keine Koop mit Krogi machen, dann würde ich sagen, vertane Chance. Definitiv, geil. Ja. Krass. Ja, davon habe ich halt ewig nichts mehr zugehört. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das wahrscheinlich heute im Rahmen der Devolver PK... Also man muss das Devolver eben lassen, auch wenn es ist ein Publisher per se, das heißt also, die suchen sich Projekte aus, die interessant genug sind, dass sie zu dem Umfeld fassen. Ich weiß immer, dass ich zumindest denen gerne mal eine Chance geben möchte, weil es einfach so kreativ ist, was sie da rausballern. Ich hatte im letzten Jahr eine sehr schöne positive Überraschung mit Gumbrella, Regenschirm Metroidvania war, wo du einen Regenschirm und das gleichzeitig eine Pumpgun war benutzt hast. Und es war erstaunlich brutal und cool. Geil. Glaubt ihr, es wird heute noch ein paar VR-Games geben oder ist es ein totes Ding? Also zu VR sage ich hier gar nichts mehr. Deine DMs sind geschlossen. Naja, ich glaube auch eher weniger, es sei denn, es gibt nochmal irgendeine Oculus-Stream oder alles. Habt ihr es mitbekommen übrigens? Der hier, Palmer Lucky macht jetzt einen Gameboy. Was, echt? Ja. Palmer Lucky macht einen Gameboy, das ist ja interessant. Palmer Lucky macht einen FPGA-Gameboy, der aber also so aufgebaut, wie normalerweise diese nachgebauten Geräte sind, mit Hardcore-Technik drin, aber der Bildschirm hat die Auflösung vom Original Gameboy nur und du kannst irgendwie nur Gameboy und Gameboy Color-Spiele drauf spielen. Hm. Und die entwickeln neue Spiele auf Kassette anscheinend. Okay. Why not? Why not? Geld hat er ja. Durch VR und Rüstungskonzerne, glaube ich. Was gibt's noch? Ich habe gelesen oder auch gesehen, dass es zu Hard Machine, erinnert ihr euch daran? Das war das Studio, das Hyper Light Drifter gemacht hat. Mhm. Die machen Solar jetzt, Ash hatten die auch, ne, oder? Genau, Solar Ash. Jetzt machen die ein Hyper Light Story, heißt das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ein Roguelike. Und jetzt mit Devolver zusammen haben sie noch was im Hyper Light Universum geteased, das wohl auch heute im Rahmen der Devolver PK gezeigt wird. Okay, sehen wir heute Kojimi? Hideo Kojimi? Nein. Kommt Huckepack mit Jordan Peele da nochmal rein? Ja, war doch jetzt bei kurzem bei Fatih Akin. Der war doch hier in Spandau. Hat er sogar von Spandau irgendwie die Bahn. Da habe ich wirklich. Er war nicht bei dir zu Hause? Na, es fühlte sich wirklich so an, als wäre er auf dem Weg irgendwie so. Und jetzt kommt er hinten bei dir mit der Kamera hoch. Greenscreen geht runter, Kojima sitzt da. Es wäre so geil, ne? Es wäre der Hammer. Aber nee, leider nicht. Dafür ist keiner von uns wichtig genug. Ich kann mir vorstellen, dass wir Death Stranding zumindest irgendein Teaser nochmal sehen, Death Stranding 2. Aber wollen wir? Kili. Das ist irgendwie so ein Game Award-Spiel für mich. Das ist ein Kili-Spiel eben, ne? Ja. Aber das sind auch die Kili-Feste. Ja. Also und der Chat hat es noch kurz erwähnt, es ist ja quasi schon geleakt, Civilization 7. Ah, ja. Nochmal, glaube ich, offiziell angekündigt, da haben sie schon irgendwie die Webseite gedroppt. Da werden sich die Civ-Fans natürlich auch komplett freuen. Wir haben 15 Sekunden, würde sagen, wir schalten um und lassen uns schön einen Kili holen. Leute, ich freue mich. Ist gut. Obwohl,
Kojima kann auch bei Microsoft auftreten. Da ist auch sein Spiel exklusiv. Er hatte alles. Death Stranding, jetzt für die Nintendo. Da werden sich die Zif-Fans. Hallo. Das war ich. Entschuldigung, ja, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Hey, Achtung, ich glaube, es wird kurz laut. Nein, tut mir leid. The creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ein paar Jahren, oder? Schon leiser gemacht. Nee, das ist das YouTube-Studio, oder? Ja, ich dachte, das ist die Microsoft. Ist das Get Lucky? Oh ja, das kann sein. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, ne? Weißt du noch damals, als dann hier Keanu Reeves plötzlich da war? Ah, das war cool. Oh ja. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see Wir hören es doppelt bei Simon. Okay. Doppelt? Wie? Jetzt ist gut. Ja, jetzt habe ich auch Pause gemacht. könnt ihr mal was sagen? Wir sagen mal was, hörst ah, okay, du uns? Okay, ich höre euch immer noch. Okay, ich glaube, jetzt könnte es gehen. The good news is that we have a lot of amazing games to show you from creators around the world over the next 2 hours. Woo! 2 hours. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. Ich verstehe es nicht. Smaller teams and new creators are finding incredible. Ja, ich mach grad. Ich mach meins. Mann, wie. Ah, oh, ich muss hier irgendwas machen, aber das ist ja super nervig. Das hätten wir. Alles gut. Hätten wir testen müssen. Alles entspannt. Oh, das wollt ihr auch noch spielen, das Balotro? Oder? Oh ja, ja. Oh, ja. Du nicht, wenn du noch irgendwas on top machen willst. Ja, gut, hey, ich spiele doch gerade Queen's Blade, Queen's, nicht Queen's Blade, Queen's Gulada. Jeez, ich bin gerade drin. New ideas, new teams and smaller creators can and will break through. What? It's a reminder to big companies that they have to treat their small creator wie Capcom mit Dragon's Dogma 2. There are many paths to sustainability and success. And that's what makes this industry so, so great. And you'll see that reflected in the show today, because over the next 2 hours, we'll have big franchises on stage like Star Wars, Batman, and Harry Potter, but also smaller titles, including Star Wars, Batman, and Harry Potter gehen in eine Bar. Klingt nach Fortnite. And first-time creators that we invited to be part of this show, because we think this platform is important as a way to show you new things that you might not even know about. So when you see a game that piques your interest, please wishlist it, or even better, send it to a friend and get them excited. That's how we together can grow the gaming community. And we are going to do that today over the next 2 hours, as we have a lot of games to show you, plus Day of the Devs directly after with even more indie titles. Oh, was? Das kommt so, should we get to the games? Yes. All right. It all begins right now. Here's our first announcement. Wir doppelt. Max. Hey, look, this is a hot dog guy auditioning for the Williams the Williams thing? Nee, Lego Horizon. Lego Ding, ne? Ja. Ach, stimmt, ja, Lego Horizon. Rage! Empathy. Oh, hilarity! Hast du so synchronisiert, Wirt, oder? Das bin ich, ja? Studio Gabbel. Cool. Hey, need costume. Das Lego passt irgendwie zu den Dinos, ne? Ja, das sieht super gut aus. Es gibt ja auch den Langhals als Lego. Ich will den haben, den Lego Langhals. Den gibt's schon. Der ist echt cool. Die sind außen stärker als im Spiel. Nochmal schön Aloy mit ein bisschen Charisma zu sehen. Ja. Hunting Machine. Wird sie auch von Ashley Birch gesprochen? Ich glaube schon. Ja, okay. Ich meine, die Menschheit kann am Ende sein, aber für ein bisschen Bastelspaß ist immer Zeit. Ja. Exploring. Wow, what is this place? Collecting all the shiny things. Den Ansatz mag ich total gerne. And making a home. So, hier spielen wir das im Koop durch. Ja. Geil. Dann machen wir Party hier. Aloy, the Thunderjaw's back. Oh, right.
Wonder Dog. Ooh, that's a big one. Here we go. Ist es denn wie bisher die Storys nochmal nacherzählt oder ist es eine eigene Geschichte? Ich glaube, das ist eine eigene Story. Ja. Ich glaube nicht, dass Ella irgendwo in der Story einen Hotdog-Stand gebaut hat. Moment, bist du noch nicht so weit? Hast du für die DLC gespielt? Auch für die Switch, oder? Oh, wow. Switch, Steam, PS5. Alles, ne? Interessant. But where Xbox? Nice. Okay. There you go. Wasn't that fun? That was Lego Horizon Adventures coming out later this year for PlayStation, but also day one on PC and Nintendo Switch. It's a playful, lighthearted story inspired by the world of Horizon, designed with two-player action in mind, supporting couch and online co-op. All right, now we're going to completely shift the tone to the next game from Torn Banner Studios, the developers behind Chivalry 2. For their next project, they are proud to announce No More Room in Hell 2, the sequel to the 2011 award-winning Source mod. 8 players start separate in the dark, and it's up to you to find your friends and survive with permadeath. Here das is the first look. Das war so ein Left 4 Dead-Ding. Ding für mich wie so Simpsons. Ich schlage und wenn du da reinläufst, ist es deine Schuld. Wann mal wieder ein Simpsons-Spiel? Okay. Gar nicht so schlecht aus. Gut. Vor 12, 13 Jahren gespielt. Okay, ja. Ui. Aber ist wieder so Survival-Krams, ne? Ja, nee, das Survival, war immer so Left 4 Dead. Horror. Das war so Zombies. Das macht einfach also nichts Spaß. Von Survival, nichts Craften, nichts Base bauen und so weiter. Das war genau, einfach die Welt und versuchst von einem Spot zum nächsten zu kommen. Sieht ganz nice aus. Doch, was mach ich gern. Ich meine, allein, dass Left 4 Dead auch immer noch gespielt wird, zeigt ja auch, dass es wirklich auch eine Spielmechanik ist, die wirklich Bock macht. Die haben es ja versucht mit Back 4 Blood. Ach ja, Back 4 Blood war leider nicht so. Höre ich immer wieder, ich habe es nie gespielt leider, aber ist es so schlecht, dass es komplett verkackt hat? Das ist ja schon weird. Es ist langweilig und zum anderen, die haben das nicht geschafft mit dem asymmetrischen Spielsystem, weil du hattest ja bei Left 4 Dead noch die Möglichkeit, die Zombies zu spielen und ja, das war da leider nicht dabei. Also auch das gemeinsame Spielen war sehr monoton und langweilig. Jahre später und kriegst das Haupt-Gameplay-Feature nicht hin. Das ist natürlich lame, ja. She's been a huge fan of some of our reveals like Street Fighter 6 a few years ago and of course Final Fantasy 7 Rebirth last year when she was sitting in the audience. Well, this year she's joining us on stage. We're thrilled to have her with us. Please welcome Curious Joy. Thank you, Jeff. Hi everyone, I am so excited to be here at Summer Game Fest. I'm here with you today to share some even more super fun trailers. So let's get straight to another world premiere. This is a highly anticipated game from a beloved franchise. Let's take a look. As young witches and wizards, we all dream of soaring through the sky like our favorite hero. Harry Potter, finde ich ja gut. Quidditch game. When it comes to Quidditch, we've all wondered, do I have what it takes to be the next Quidditch star? Germany's next top Quidditch. Ich meine, ich frage mich immer noch, weil das hat ja offensichtlich total quatschige Regeln, Quidditch. Wie man das wirklich ernsthaft umsetzen will. Die Regel ist halt einfach, Harry fängt den Schnatz und er gewinnt dann jedes Mal. Okay, ja, wir sind schon nach 22 Uhr, ne? Bevor ich solche Wörter wieder sehe. Gab es da nicht mal ein Quidditch-Spiel in einem der alten Harry Potters? Also nee, es gab ja auch ein richtiges Quidditch-Spiel. Es gibt ein einzelnes Quidditch-Spiel, ne? Ja, von EA damals auch noch. Ja, die Regeln kannst du ja zurechtlegen, ne? Gab's, im letzten Spiel gab es keinen Quidditch, oder? Nee, also, nee. Nicht, also du konntest nee fliegen über den Quidditch-Platz, genau, aber ich habe es nicht zu Ende gespielt. Also nee, es gab kein Quidditch, aber das sollte, glaube ich, soll noch als... Ich war mir nicht sicher, ich dachte, es kommt als DLC raus, aber in dem Fall ist es ja schon mal ein eigenes Spiel. Pro-Banding aus Avatar. Oh, ey, das wäre ein cooles Game. Ich habe hier gerade irgendwelche komischen Tonengeschichten. Ich muss mal gerade gucken, die ganze Zeit sind meine System-Sounds mega laut für euch wahrscheinlich auch.
Ja, check das mal. Ey, keine Ahnung. Also gerade hört sich das alles gut an, ja, oder? Ja. Ja, das ist über, kommt von Discord und ich verstehe aber nicht genau, was das soll. Choo Choo Charles was a fan favorite and he showed me this next game a few months ago and I really wanted to debut it here. Get ready to backstab, race or cooperate with up to 20 of your friends in Cuff Bust. Wie bitte? Cuff Bust? Okay, Bärchen im Knast. Ach. Das sieht trotzdem witzig aus. Das ist ein Koala. Nein, lass nicht die Seite fallen. Oh nein. Okay, das ist eine gute Idee. Das sieht nach einem lustigen Koop-Game aus. Er löffelt ihn gerade. Das sieht nach einem mega lustigen Koop-Game aus. Das sieht ein bisschen cool aus. Ach, ich weiß nicht. Lasst euch nicht blenden, nur von bunten Farben und ein bisschen Seife auf dem Boden. Simon, Prison Break, aber hier mit drei anderen Leuten noch. Ja, okay, ich mag... Mal gucken, wie sich's spielt, so. Das ist okay, das ist geil, das ist gut. Die Jaliens. Das ist so friendly. Das habe ich auch gelernt bei Informatik. Okay, das sieht aber spaßig aus, als ob man da schon ganz gut zusammen arbeiten kann. Ja, ja, doch. Einer muss... Einer muss hier diese... Alles cool. Cool. Okay, auch cool. Also dieser Prison Break Reboot sieht anders aus, als ich dachte. Ja, das ist halt für, Staffel 6. Ist halt für Twitch gemacht, ne? Ja, das ist das reinste Twitch-Game. Aber ist auch mega witzig. Ich mag solche Koop-Spiele, so PvE. Ja, ja, ist schon cool. Gut gemacht, so was man sieht. Gebe ich zu. Aber nur weil die süß sind und lustige, angeknubbelte Ohren haben, weiß ich nicht. Ah, ich sehe schon. Das ist nächste Helldivers. Oder es ist eine Woche, machen es all die Influencer das und dann sieht man es wieder. Das wäre natürlich sehr traurig. Okay, aber ich muss sagen, es sieht halt wirklich verdammt gut und lustig aus und alles irgendwie ganz anständig. Wir haben Bubats, woher wussten die, dass es jetzt erlaubt ist? Aber rauchen die da jetzt wirklich Tüten? Ja. Okay. Alles klar. Deal with it. Cuff Bust. Coming 25, maybe. Na gut. That's a fun one, right? And remember, that's all made by one person. Congratulations, Gavin. So glad to have that nicht on schlecht. Stage. War ich lustig. Der kann auch nicht die abschieben, dass jemand anders sich die dummen Ideen ausgedacht hat. Star Wars Outlaws, coming out on August 30th from Ubisoft and Lucasfilm Games, the first open-world Star Wars game where you live the life of a scoundrel. On Monday at 12 p.m. Pacific, you'll get to see a full gameplay showcase during Ubisoft's Forward event, streaming as part of the continuing Summer Game Fest events. But right now, we've got an exclusive new glimpse of the game. Habt ihr da Lust auf das neue Star Wars? Ja. Ja, schon. Ja, also, bisschen überdrüssig Star Wars allgemein, aber ich habe auf diese GTA-Formel Bock. Mhm. Mit Star Wars kann das Ganze cool werden. Bei Spielen habe ich noch Bock, bei Filmen nicht mehr so oder Serien. Aber Spiele, doch. Ja, das sieht auch echt toll aus, muss ich zugeben. Oh. Geil, Pferde. Wow. Vor allem auch mal gut. Ich muss nicht immer der verdammte Jedi sein. Ja. Ja, das ist. Ich bin dem auch überdrüssig. Das ist wie Superhelden-Spiele. Man muss nicht immer der Super-Dude sein. Alter, wie das aussieht! Das sieht schon gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Sehr gut. Na. Ich habe halt einfach nur Angst, dass Ubisoft ist, deswegen. Ich habe keinen Bock, Türme freizuspielen. Naja, Ubisoft published. Ja, ne? Ubisoft published, aber es ist von Massive entwickelt. Vielleicht schaltest du Jabbas frei. Ja, Lando war eben gerade zu sehen. Oh, echt? Ja. Er war gerade am Tisch und hat da irgendwas Sachen verteilt. Geil. Ich dachte, das wäre schon klar gewesen, deswegen. Welcher Lando? Cardassian. Nein, der... Achso, der alte. Okay. Also die junge Version. Williams. Nicht Donnie Glover. Nee, nicht Childish Gambino. Neva comes from Nomada Studio, the creators of the Game Award winning game Grease. It chronicles the story of Alba. Ah, hast gespoilt, Elias, ne? Ja, das war schon vorher bekannt. Ja, darauf freue ich mich. Grease 2. Ach ja, genau, Gree. Sieht sehr ähnlich aus. Mhm. Obwohl Grease war ja ein bisschen monochromer. Ja, pastelliger war es. Ach, aber das gefällt schon direkt. Trauer. Aber da ist auch wieder die Frage, spielt man es halt durch oder spielt man einfach so, lässt man sich so zwei Stunden einlullen und dann vergisst man es? Es wird wahrscheinlich eh nicht viel länger sein. Okay, ja. Wahrscheinlich ja. Punkt, ne? Aber es reicht. Ne? Für mich reicht es. Ja, so als Abwechslung finde ich sowas toll.
Wie ist das Ding mit dem Schneewolf? Never Alone? Da gab es auch sowas, wo du mit dem Kompagnon unterwegs warst, ne? Ein Schneefuchs war das. Oh, Mononoke-Style, sehr, ne? Ja. Ah, das ist doch nice. Kommt gleich der große Gehirsch. Ja, es ist Mononoke, ne? Ja, du hast ja an die Masken und alles. Ja, ja, das war das Mondgesicht. Oh, oder das riesig. Äquivalent. Ja. Ja, Leute, ich mache euch nichts vor, das werde ich spielen. Das sieht ganz gut aus. Für mich auch gerade ein bisschen an, wie ist das Sword and Sorcery? Mhm. Ist das noch? Ja. Und ich muss gerade an Heart of Darkness denken. Ja, ne? Ich wollte es nicht sagen. Die, finde ich auch, die Schatten. Mhm. When it's coming out, never. Nicht mal Beyond Good and Evil 2. Na, weißt du noch die E3 damals? Bitte, die sollen aufhören. Was war das? E3 2017 mit Beyond Good and Evil 2. Oh, ja. Wir haben noch die Ubisofts, ja? Die Forwards. Next, it's time. Backwards. Next game announcement. World Premiere. Prince of Persia. Study the past. Bisher muss ich sagen, ziemlich unterhaltsam. Die 10 Gebote. Oh. Ist es Sif einfach? Die 11 Gebote, meinst du? DLC. Wie von Al Bundy, das sind die 10, nee, es sind doch nur 9 Gebote. Ja. So, was ist das? Civilization oder was? Das könnte Sif 7 sein, ja. Das ist Sif aus, ja. Das ist verschiedene Generationen, verschiedene Kulturen. Also die Hunden. Jetzt das Neue sind Achtecke oder irgendwie sowas. Ja, das wird ihm jetzt sehr gefallen. Ich bin mega dumm in diesen Spielen, aber ich mag es, die zu spielen. Ich sitze da stundenlang und spiele. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber irgendwie macht es Spaß. Ich glaube, so spielen die meisten, wenn sie ehrlich sind. Ich glaube, Nils gehört zu den wenigen, die so richtig spielen. Ja, das meine ich. Das sind so die Ausnahmen, die das halt auch... Das ist eine Lebenseinstellung. Ich habe zuletzt tatsächlich mal C4 ein bisschen gespielt für das Retro-Club-Buch. Ja. Sehr deep. Die Apollo. Lizard. Ah, nee. Civilization. Kein Ingame. Kann mir irgendjemand erklären, ob Sid Meier da auch wirklich noch mitmacht? Hello everyone, da ist er doch. Comedy is timing. War einstudiert. I'm in awe of the amazing team that has brought us to this moment. But we also have to thank you, our incredible fans around the world, for your overwhelming support of this franchise for over 30 years. We can't wait to share more, and we hope you'll join us later this summer for the full reveal of Civilization 7. In the meantime, stay civilized. Bin gespannt, wie es ingame-mäßig aussieht. Er kommt ja erst ein bisschen später, ne? Ja, ja, aber trotzdem. Ark 2 mit Vin Diesel, oder? Nein, es sieht viel zu gut aus. Das ist Black Myth Wukong, oder? Ja, ist das? Ah, ja, ja, genau. Das sieht das Monkey, ne? Soll, die Grafik sieht jetzt schon sehr gut aus wieder, ne? Ist das nicht CGI? Das ist CG, das ist nicht das Ingame, glaube ich. Das wäre zu krass. Ach, das sagen wir nicht mehr lange. Das ist... So mega Bock drauf. Sollte bald rauskommen wird, oder? Ja, das Jahr noch, 20. Ne? August. Vor der Gamescom. Denken die nicht an uns? Nee, die denken nicht an uns. Guck mal, da ist hier der Drache aus Chihiros Reise. Jindo Jun, ich beschwöre dich. Komm zu mir, Jindo Jun. Weißer Drache mit eiskaltem Blick. Aus dem Ohr? Okay. Seine Haare. Ah, die Haare waren es, okay. Oh, sieht gerade wie nach Asuras Wrath aus. Ja. Das sieht gut aus. Da will ich lieber nicht dran denken. Aber ich mochte Asuras Wrath. Das ist dieselbe Mythologie, oder? Asuras Wrath? Und. Nee, Asuras Wrath ist Anime einfach nur. War das aber nicht auch auf Basis einer. Ich glaube, das war kreuz und quer. Ah. Und quer. Ja, genau. Oh, es gibt eine Affenkönigsstatue. Oh. Ja, die scheinen da viel also drauf zu setzen. Ja, das... Meta! Assassin's Creed. Da hast du dein VR-Spiel. Ach ja, da ist es. Assassin's Creed Fischen. Ist es Assassin's Creed? Nee. Oder? Nee. Ist es nicht? Wrath of Asgard? Das ist genau Wrath of Asgard 2, ja.
Ich meine, das war Simon, auch richtig cool. Simon, guckst du dir noch regelmäßig VR-Sachen an? Ich kaufe sie, aber dann spiele ich sie nicht. Ich habe ja, es ist echt so irgendwie, ich denke immer, oh, das ist cool, das willst du haben. So und dann irgendwie komme ich dann nicht dazu. Aber, also ich sage mal so, ich nutze VR schon noch regelmäßig, aber nicht mehr unbedingt nur noch für Spiele und nicht mehr so viel. Mankind was given more than it wished for. Not progress. Koreanisch? Ich denke gerade an dieses Leslie Benzies-Spiel. First Descendant ist das, ja. Ist es das, First Descendant? Das ist ein schönes King Kong-Zitat gerade. Nee, das ist nicht für First Descendant. Oh, ist das geil! Ist es so Baba Yaga-Style? Warum läuft das Haus? Ist Days Gone mit laufenden Häusern. Also ich muss sagen, ich finde das sehr interessant in seiner weirden Art. Sieht aber cool aus. Ich habe Angst, dass es ein Loot-Shooter ist, wie es aussieht. Ja. Das ist ein Loot-Shooter, siehst du doch, ne? Squad-based. Ja. Ich will aber keinen Loot-Shooter. Ich will auch keinen Loot-Shooter mehr. Once Human. Ich glaube, das war ein China-Spiel. Aber habt ihr gesehen, dass das so ein fliegender... Also, das war wie ein Drache mit einem Flugzeug gekreuzt. Das war ganz weird. Also, ein cooles Design haben sie immerhin. Ist doch koreanisch? Okay, nein. Ich glaube, da gab es vor kurzem auch eine Alpha. Das ist ein MMO. Ja, ich glaube, da hatte Olli einen Key geholt. Das ist Samsung Gaming Hub ist ein Streaming-Service oder für Handys? Da kannst du aus. Oh, Warhammer, schieß mich tot. Warhammer 40K, Space Marines 2. Ja. Das könnte auch geil werden. Könnte geil werden. So, ja. So krass spratzig aus immer. Dreier-Koop. Aber das Original war ja, glaube ich, ein bisschen repetitiv und ein bisschen lame, ne? Aber ich meine, mittlerweile können. Oh, das sieht echt gut aus. Das im Team vielleicht noch, ey, Alter. Das sieht so aus, wie ich mir Gears vorstelle. Wie eigentlich Gears hätte sich entwickeln müssen, ja. Ja. Da bin ich gespannt drauf. All right, welcome back to Summer Game Fest. We've got some amazing developer guests joining us throughout the show, and I'm very excited to introduce our first guest. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG Metaphor slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5, Katsura Hoshino and Shigenori Sojima. Hey, ein anderer Jima. Ich sage, am Ende dieses Jahres wird wahrscheinlich das beste Jahr ever für Rollenspiele, ganz ehrlich. Huh. Ach, Dragon Age kommt auch, oder? Zitat aus meinem Chat. Persona ist richtiger Bums. Offensichtlich mag er es nicht. Nee, Norbert mag kein Persona. Ist Quatsch. その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱いRPGです。Das die Ratings 8 von 10 48 jetzt schon Party members transform into their jobs which we call archetypes. Ja, ein bisschen schade, weil wir nach relativ viel vom Spiel wahrscheinlich sehen werden. Archetype は誰もが持つ不安不安と向き合うことによって覚醒する力です。すべてのアートワークは力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40ジョブ。Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of those designs. Japanisch, ey. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. Metaphor is Atlas RPG. We have created the know-how of RPG combined to create. It's a very big volume of game. Today, we have the archetype as a theme of the latest trailer. Please watch it. Thank you very much. So we are pouring all of our acquired expertise into this game to make it as exciting as possible. In fact, we've even brought our latest trailer today, which is centered around the topic of these archetypes. Thank you very much, and we hope you enjoy it.
Okay. It is said that we all have inherited heroic virtues deep within us. Perry. The reality is. Ach, das ist so eine Mischung aus rundenbasiert und Action wahrscheinlich. Wir haben ja schon in anderen Trailern gesehen, dass du in dem Fall auch beides hattest, ne? Mm-hmm. A great evil flows through this land. You have found a way to wield true. Immer ganz aufregend, dass sie tatsächlich richtig Fantasy-Fantasy nehmen und nicht wieder rooted in ihr und jetzt. Ja. War ganz aufregend nach der langen Zeit für. Aber gerade ist eine gute Zeit, glaube ich, auch für Elden Ring, Baldur's Gate. Ja, ich glaube, die Leute haben gerade echt Bock. Aber wir wissen es noch nicht. Es kann sein, dass es auch ein Isekai ist, ne? Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ja? Hey! Das Ding. You must acquire more archetypes and bring them together. Es ist halt echt leider für mich zu hardcore japanisch. Also ich will jedes Mal mich irgendwie auch begeistern dafür und jedes Mal denke ich, naja, irgendwie, aber dann sehe ich wie dieses Design und irgendwie, das macht mich überhaupt nicht an. Also ich fand dieses Haus cool und es das ist... Das war ein anderes Spiel. Stimmt, ne? Stimmt, nee, du hast völlig recht. War ein anderes Spiel sogar. Das war ein koreanisches Spiel. Ja, ich habe aber nur noch abgeschaltet und so. Aber ja, du hast recht, das ist ja hier jetzt wieder längst was anderes. Gut, also für mich ist nichts. Most Japanese Game. Während der gesamten Prise. Mein Chat sagt, das sind die wahren Kellerkinder. Meine mit den Entwicklern. Aber das ist natürlich nicht wahr. Das ist natürlich nicht wahr. Der Gregor bestätigt das. The mysterious Rat King and his cultish devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Also das letzte war ja nett, ne? Muss man auch sagen. Es war eines der besseren. Aber, ja, wenn aber Sie das ist ein Meta-Quest-Spiel. Du meinst Knight oder was meinst du mit Arkham Knight meinst du, ne? Ja, nein, Entschuldigung. Achso, ich dachte, wir reden gerade von VR oder so. Ich dachte, es geht um das neue VR. Das ist ein VR-Spiel. Ja, aber dann das letzte war doch das für, war das nicht für Meta? Das war PlayStation VR, glaube ich. Ja, das war so eine Demo. Genau, du konntest halt so, du warst in Locations, hast dann so vor und zurück gespult, was da wohl passiert ist, hast Clues gesucht. Das hatte so diesen Detective-Anspruch, der ganz cool war. Ja. Also, mein, das kann er halt gut, irgendwelche Layer durchschalten und dann irgendwie sich so Sachen angucken. Also, das ist ja sehr VR-freundlich. Ja, ich würde ungern im VR irgendwie so akrobatische First-Person-Kämpfe haben. Da wird mir schwindelig dann bei. Ja, auch so Haken benutzen und so. Vielleicht kurz mal, aber nicht als echtes Element. Vielleicht so im Batwing herumfliegen und Sachen abballern. Das, also ich hoffe, dass sie sich nicht jetzt auf den alten Sachen ausruhen, weil die waren schnell erschöpft. Das war sehr nichts sagen gerade. Mhm. Überhaupt nichts sagen. Nur, dass der Rattenkönig jetzt da ist. Okay. Wer ist denn der Rattenkönig? Ich kenne ihn gar nicht. Den hatten sie im neuen Suicide Squad-Film, glaube ich, auch mal gezeigt. Ich kenne ihn aber nicht aus der Vorlage, deswegen. Naja. When the bat falls, the rats rise. Na gut. Mäh. Selbst das Publikum ist total underwhelmed, ey. I am looking forward to heading back to the Arkhamverse. Now it is time to update fans on a legendary fighting game franchise, and that includes me. Street Fighter 6. Because I have been a fan of this series ever since one of its first iterations, and have been nicht. Playing each one ever since. Tekken. So, let's check it out. Okay, wenn's okay, also komm, ist Tekken? Nee, das ist Street Fighter, ne? Wollte ich gerade sagen, das ist irgendein Prügelspiel, aber. Oh, Street Fighter 6, guck mal. Das ja, aber vielleicht Final Fight in Street Fighter 6. Ja, stimmt, sie hat gesagt, sie ist Fan seit dem ersten Teil. Ja, jetzt wo du es sagst, ne, das sieht eher aus wie... Okay, das sind Street Fighter 6 Charaktere hier. Luke und... ja, aber er hier ist doch Dings. Nein, King of Fighters. Das King of Fighters, oder was? Terry Bogard, ja. Fatal Fury, ja, aber der ist einfach nur dabei jetzt, okay. Ja, ist cool. Terry in Street Fighter 6? Das wollte ich den Norbert aus meinem Chat sehen. Mike Shiranui? Sorry. Da kommt der Weep-Shit, da haut's die Soßen raus. Da haut's die Soßen raus. Ist das Season 2 oder Season 3? Season 2, ja, weil Season 1 hatten die jetzt Akuma gehabt. Ja, aber geil. Ja, also Terry Bogard, cool. Das Chief of the Six Hammer. Und Mai auch. Oh, Sagat. Das ist ein guter Fanservice. Harry ist auch in Smash, oder? Ja. Oh, Bison. Ah. Das ist Bison. Er wird wieder
Ich dachte, jetzt von der Kappe wird er wieder mit seiner Mütze auf dem elektrischen Stuhl verbrannt. Ja. Die haben die aus seinen Haaren haben sie ihn generiert. Ja, das kann sein. Aus der anderen Dimension wird er geholt. Of course. Der Bison. Warum ist das? Ist das Punished Bison? Er sieht ein bisschen aus wie Magneto. Okay, Terry, Lena, Mai und Bison. Also, Bison ist komisch, aber Terry finde ich super. Das King of Fighters, also Fatal Fury. Ja. Also, ein Kumpel von mir, der gerade wirklich im Chat ist, der ist mega der Neo Geo-Fan, der ist so, der findet es richtig geil. Also, es gibt schon Leute, die sich da richtig drüber freuen. Das ist gerade Mel Gibson als. Ich wollte gerade sagen, ist das Braveheart the Game? Das ist Braveheart. Ja, aber der Artstyle sieht richtig geil aus. Der ist ein authentischer auch, weil der war, glaube ich, auch nicht so groß. Und hier sieht er auf jeden Fall besser aus. Tears of Metal! Guck dir an, der ist so ein kleiner, abgestuppter ja. Manlet. Oh, das ist ein Musu-Game. Das ist ein Terrorzwerg. Finde ich gut. Aber ich mag diese Animationsstyle nicht so. Oh! Okay. Das könnte so eine Roguelite-Komponente haben, ja, ne? Also die Nachfahren müssen jetzt das Land übernehmen oder was. Oh, ja, zumindest muss man alles erobern, ne? Dann kleine Kämpfe dazwischen. Ja. Oh, das finde ich cool. Mittelalterlich Spektakulum an der Gitarre. Boah, Hardcore. Ja, sieht schon ganz nett aus. Aber. Ja, ich auch weiß ein bisschen nicht. Hässlich, aber nett. Ja, ne? Ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Eigentlich finde ich es cool, aber irgendwie ist es halt auch bewusst hässlich. Roguelike Coop. Roguelike Coop Hacken Slash. Ja, ich muss zugeben, das ist eigentlich alles, was ich mag. Gar nicht so schlecht. Das klang so wie der Genre-Zufallsgenerator. Draufstehen geblieben. So die ganzen T-Shirts, die gedruckt sind. Ne? California 1956. Son Goku. Oh. Wie heißt das? Sparking Zero, oder? Sparking Zero it is. Aha. Oh. Ultra Instincts von Goku. Son Goku, du bist ein Löwe. Moment, da gibt's jetzt ein neues Power Level. Eine neue Form, oder was? Ultra Instinct. Und da, lass mich, ich nehme an, man haut noch härter zu. Saru? 5 Minuten Zeit, bis der Planet explodiert. 3 Stunden später? Du hast 4 Minuten Zeit. Ja, genau, jetzt noch Kampfkraft 2 Millionen. Oh, du spielst die Todesspirale schon wieder. Die Höllenspirale. Wie oft haben wir jetzt die Dragon Ball Story in Spielen nachgespielt? Es gibt 20, 30 Games, wo die verdammte Story immer wieder zu spielen da ist. Ja, dann mit dem Singleplayer. Aber das erzähl doch mal fertig. Classic Dragon Ball, bitte. Stimmt, warum machen die das eigentlich? Spannend, weil die Amerikaner mit Dragon Ball Z zuerst aufgewachsen sind und deswegen sich das immer am besten verkauft, wenn es Dragon Ball Z ist. Ja, wir haben noch nie das andere probiert. Mit dem ersten Dragon Ball. Ja. Und Wii. Dragon Ball Origins. Aber gut, du kannst Mr. Satan spielen, das ist schon mal gut. Ich kann auch immer empfehlen, Dragon Ball Z, Attack of the Saints auf dem DS, da spielt man einen Teil von Original Dragon Ball in rundenbasiertes Rollenspiel von den Xenoblade machen. 11. Oktober. Guck mal, das ist Son Goku. Hast du das damals gemacht? Ja. Gleicher Tag wie Metaphor Refantasio übrigens, 11. Oktober hier. Ah. Dragon Ball it is. Hawk Ops, a free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. Alf ist wieder in Pock-Form. Rally up. We've got a new mission. Operation Lightning Strike. The situation at Zero Dam is now very serious. The conflict's escalating. Ach, ist Tempest Rising? Nee, das ist sogar free to play. Achso, ja gut, dann ist nicht Tempest Rising. Collect and decode the Mandalorian, located in the tourist center at the southeast region. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly. Welcher Titel würde euch heute noch so richtig happy machen? Heute? Also, ja. Das neue Crazy Taxi. Es ist ja eine Chance da, als es gezeigt wird. Das ist kein schlechter Weg. Ist es, ja. Hey, obwohl, ich meine, das ist so es kümmert sich auch keiner drum. Als Mobile Game. Oh. Kein Bock mehr, Mobile, fucking aber Handys. Richtig, haben sie auch gesagt. Scheiße, scheiß Social Media. Alles machen sie kaputt. Schwierig. Also wenn ich richtig abgehen sollte, dann würde ich Persona 6 haben wollen. Dann würde ich hier Flickflacks geben im Studio. Ich glaube, eine große Überraschung wäre jetzt, wenn das neue Mass Effect, glaube ich, noch gezeigt wird. Das hatten wir vor ein paar Jahren auch angeteased. Ich würde auch ein neues Splinter Cell sehr begrüßen. Hm?
Welches? Was? Neues Splinter Cell? Oder bin ich da vielleicht wohl sowas schon? Oh. Aber das würden die wahrscheinlich dann auch. Ubisoft dann. Genau, wollte ich gerade sagen, das sehen wir nicht hier. Aber da soll ja eins kommen. Ah, das ist Delta Force. Aha. Es ist ja eine große Bühne, die können trotzdem ja hier irgendwas von Ubisoft machen und dann nochmal präzisieren. Stimmt schon. Ja. Der kommt dann. Oh, Dino Crisis Remake, sagt jemand. Das fände ich natürlich auch cool, aber das wird noch dauern, bis Resident Evil durch ist. Hier ist your World Premiere First Look at that gameplay. World Premiere. Looks like a shooter. Ja. Aber das war früher richtig cool, das von damals von Novalogic entwickelt. Ich glaube, die haben gerade auch alle alten Spiele rausgenommen aus Good Old Games, deswegen kannst du dich mal kaufen. Ach wirklich? Okay. Ja, ja. Das war damals so krass, vor allem weil die Helikopter gelandet sind und der ganze Sand dann so aufgewirbelt hat. Das war ich schon, kann mich noch gut dran erinnern. Das war schon krass. Wie alt ist das? Das ist doch schon Ewigkeiten her, oder? Delta Force Black Hawk Down könnte aus dem Jahr 2004 oder 2005 sein. Das meine ich, ne? Das war Giga-Zeit, ey. Weil ich kann mich erinnern, dass wir das da gespielt haben. Oder 2000. War recht jung, als ich das gespielt habe. Ich fand es sehr beeindruckend. Ich muss mal sagen, warum... Jemand im Chat fragt es auch. Warum hört diese Military-Scheiße nie auf? Warum gibt es davon so viele Spiele und es hört einfach nie auf? Ich meine, irgendwann ist doch alles mal durcherzählt, aber das irgendwie nicht. Ich glaube, das kannst du auch auf den Rest der Welt anwenden. Warum hören da die Kriege nie auf? Ja, aber auch, also es gibt ja auch so Platzhirsche, die dann verlieren und dann gibt es irgendwelche anderen Sachen und irgendwie... Ach, hier, kannst du auch sagen Zombie-Games. Warum kommen da immer noch welche? Ja, aber es gibt bei weitem nicht so viele Zombie-Games wie so Militärshooter. Oh, SNK, da wird der Norbert, aber wird bei mir jetzt wirklich wuschig gerade im Chat. Neues King of Fighters? Das ist bestimmt eine Collection ja oder so. Nee, King of Fighters 15 ist doch schon lange angekündigt. Okay. Hast du nicht Fatal Fury gerade gesagt? Ach ja, aber wenn es SNK ist, muss Markus es ja... Markus Wolf 2 dann. Okay. Garou 2 wird doch auch gebaut. Ja, es ist auch cool. Das ist dann aufgebaut wie King of Fighters 15. Das ist ja schon draußen. Garou 2 wird auch schon lange dran entwickelt. Ja. Ich mach den Artstyle nicht. Es ist irgendwie King of Fighters Cell-Shading. Ja, ja, es ist halt aber dieses hässliche Cell-Shading. Es gibt halt Cell-Shading und es gibt Cell-Shading und ich mag leider nicht das, was sie bei King of Fighters gemacht haben. Gespielt hat sich 15 nicht schlecht, muss man sagen, aber ich bin auch mehr ein Verfechter von Pixel-Art bei den Games. Ach, das ist ja, cool. 15 Teile mittlerweile. Ja, King of Fighters 13 sah fantastisch aus. Das City war noch, of das the Wolves, Xbox 360, genau. Oder war es 12? Das war... Ich glaube, 12 und 13 sind aus der gleichen Baureihe. Die hatten noch die HD-Sprites, bevor genau, sie gewechselt sind. Genau, richtig krasse Sprites, das musst du dir mal anschauen. Also, ich glaube, ein Spiel würde mich interessieren, wenn es kommt, so ein Fighting-Game. Power Stone, wenn ist ich das wieder ausgraben. Und der Master Chief, ja. Power Stone ja, ist also Werbung. Speziell, glaube ich, für die heutige Zeit. Das ist schon sehr geil gewesen. Ich möchte noch mal kurz Infinite zumindest kurz bewerben, weil das ist mit den neuen Patches, die mittlerweile älter sind, im Koop richtig schön geworden. Du kannst es so richtig geil zusammen durchspielen, habe ich ja schon gemacht. Kann ich echt empfehlen, aber es ist natürlich zu spät, too little, too late und so. Aber das ist, finde ich, ein gutes Spiel geworden. Ich meine mich, als wir das mal im Koop durchspielen wollten. Wir wollten es spielen, dann war es nie erschienen. Ja, kam ein Jahr später dann. Ein Jahr später kam immer noch nicht raus. Nee. Die haben ja auch komplett den Multiplayer verkackt. Die haben ja einfach leider alles falsch gemacht. Trotz der Verschiebung damals bei Infinite, das haben sie auch noch mal ein halbes oder ein Jahr nach hinten geschoben damals. Von Teil zu Teil ist das ein einziger Clusterfuck. Die haben irgendwie das nie hingekriegt, den Erfolg mal sinnvoll abzumelden. Storytechnisch ist halt so, das Spannendste und Beste, was man sehen möchte, erzählen sie nur. Und das wird leider nicht umgesetzt. Tja. Ist das hier das Windblown von den, würdest du sagen, Binding of Isaac machen? Nee, von den Dead Cells machen. Meinst du das, wo dieser kämpfende Axolotl dabei war? Glaube ich schon, ja. Das ist es nicht. Oder ist es Vampire Survivor? Sieht so knuffig aus, wie ich ehrlich bin. Das andere war ja richtig aber blutig ist das jetzt und richtig viel Gore, so Happy Tree Friends. Aber das ist jetzt nicht Spielgrafik, sondern sind so Zwischensequenzen, oder? Weil das ist nur Zwischensequenzen. Ich kann das mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, weil es wäre ja durchaus möglich, aber es hat diesen Ruckelstil, also ist es wohl ein Film. Brawlhalla 2. Aber jetzt geht's nicht mehr gut aus. Deshalb haben sie so lange gewartet, bis sie ihm die Grafik gezeigt haben. Also, ich muss aber sagen, bei solchen, so, das sieht jetzt nicht so unterhaltsam aus, aber diese Spiele an sich machen ja, wenn die Spaß machen, ist ja egal, wie die aussehen, aber mich macht es jetzt auch nicht an. So ein bisschen wie alle Spiele. Battle Royale Spiel, es wird immer kleiner. Guck mal, die Stage wird immer kleiner und kleiner. War das nicht ein Level in Gang Beasts? Ja, das wäre damals auf die Beef Shortlist gekommen. Ja. Oh, ist das Slitherhead? Nein, was ist das?
Das ist Fake Gundam. Das ist nicht Gundam, aber es sieht halt. Fandam. Das sieht cool aus. Davon habe ich so viele kleine Figuren jetzt gesehen in Japan. Es ist absurd, was für ein Mech-Fetisch die haben. Das ist aber richtig geil dort. Eben so ganze Dioramen und so. Ja, es ist, die, man, es ist schön, die einmal so fett aufgebaut zu sehen und so, aber gleichzeitig, die sind so verspielt. Guck dir das doch mal an. Kannst du das nicht auch simpler machen? Muss das so aussehen? Ja. Ja, okay. Der Mech muss Engelsflügel haben. Ja, wirklich, und alles 1000 Linien. Warum? Und, darum. Super Sci-Fi. Wie viel Gatling Guns? Ja. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, dass du sehen, welchen Xenoblade Chronicles X Remaster für die Switch oder für Switch 2. Das sind auch noch Spiele, die sie als Automaten auch noch spielen, so Mac. Da ist dann übrigens auch ein Controller dran, das fand ich interessant. Da hast du dann so einen Spielautomaten, aber so hängt dann so ein Controller dran. Mecha Break. Also Virtual On oder so von Sega, die hatten doch auch diese Spezialcontroller, ne? Genau, ich meine aber nicht jetzt Virtual On, ich meine wirklich, die haben dann einfach nur so ein Super Nintendo Pad sozusagen hingehängt, nicht ganz, aber so ein Analog-Pad hingehängt, weil sich damit wahrscheinlich am leichtesten spielt, so. Like Get Out, Megan, and last year's Five Nights at Freddy's. Well, now Blumhouse is entering the video game world in a big way. Okay. It follows roguelike. Megan. Ja, war alles okay. Okay. Megan war okay, Black Phone war okay. Habt ihr Five Nights at Freddy's gesehen? Nee. War nicht geil. Ja, okay. Ich verstehe schon das Original Price nicht. Aha. Okay, als Shooter. War nicht so schlecht aus. Schlecht sieht's nicht aus, nee. Was? Oh, verschiedene Arztteils. Oh, okay. Elias, mach mal die Augen auf. Gar nicht so vielleicht sind es verschiedene Spiele gerade. Ich hoffe, es ist ein Spiel. Ich glaube, es sind verschiedene Spiele, oder? Grave Seasons, da stand es gerade eben. Ja, ich glaube auch, das sind zwei verschiedene. Sleep Awake. Also die publishen wahrscheinlich von kleinen Leuten verschiedene Horror-Games. Okay, aber ich muss sagen, das finde ich gut, weil das ist ja für mich ein total interessantes Thema. Und das sieht geil aus. So PlayStation 1-mäßig? Das ist aber auch ein bisschen durcherzählt. Das sah gut aus, aber dieses PSX-Optik haben sie jetzt in Horrorspielen echt gerade überall erzählt. Ja, ist mittlerweile sehr häufig, muss man sagen. Nicht schlechtes, aber... Habt ihr Crow County gespielt? Ein bisschen, noch nicht durch, aber das ist auch cool. Alone the Dark. Das ist ja eindeutig Alone the Dark, genau. Ey, also ich mag den Ansatz, zu sagen, wir machen nur Horrorspiele und da so Indie-Kram. Cool. Könnte das, Simon, sein, wieder so eine, diese Horror-Demo-Disc-Collection, ne? Dass einfach wieder so kleine Erlebnisse das sind? Mag ich ja sehr. Future was meant to be broken. Ja, ich denke auch, das sind so kleine, aber gute kleine Minispiele. Ich würde sagen, das ist schon eine höhere Qualität als bei so anderen Sammlungen, die ich gesehen habe. Nice. Blumhouse Games. Mein Gott. Ich werde spielen. Blumhouse? Nein. Erwähn diesen Namen nicht. Er hat Gran Turismo gewonnen. Ach, und unten sind die ganzen Devs. Half Mermaid, die haben hier Immortality gemacht. Oh ja. Und Her Story und so weiter. Und Louise Blaine, Creative Lead at Blumhouse Games. Peter Blum und Louise aus. Und Blumhouse Games. Hey guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been very, very busy. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Don't worry. Was ist daran so toll? Six Nights at Freddy's. Es ist so scheiße. Was ist daran toll? Ich hasse, dass das Erfolg hat. Das und Fast and the Furious und der ganze Scheiß, Alter. Transformers. Jetzt mal Füße stillhalten, nicht Fast and the Furious gleichsetzen mit Five Nights at Freddy's. Ja, Mann. Fast and the Furious geht's. Den letzten Film gucken wir dann auch noch. Das ist so scheiße. Give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive and find the most effed up scariest things they can and put them into really cool games. Luis, tell us about it. We saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall lineup of games? Well, as you just saw from our slate,
Our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear. Aus Schottland. There's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist, intense first-person shooters, or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, you know, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore. And our independent development partners, they feel the same and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, we have supernatural scares, we have cosmic horror. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. And that means for us that we really want to, as we're working in indie projects, yeah. Which means that we can take risks. You know, we can be flexible and really we can push the limits of what's possible in scary storytelling. And we're so excited. Yeah, no, it looks awesome. Ich meine, sollen sie mal machen. Ich habe da nichts gegen. Ist ein Genre, was nie zu Ende erzählt sein wird, weil Angst vorm Tod haben wir immer. Also, ich finde nur, wenn das ein Haunted House Ding wird oder so, hör auf. Ich kann es nicht mehr spielen. Und du wirst dich irgendwo in einem Haus vor irgendeinem Monster verstecken, das du nicht killen kannst. Da kannst du dir 100% sicher sein. Das ist allergeilste. Die Story das wird dann zwischen den Zeilen in den Codes erzählt. It's got great characters, a compelling narrative. It's also super creepy. And I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev Showcase. So stay tuned after the show. Okay. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling off. Cool. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Games. Thank you, guys. All right. Bye-bye. And now, here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro theme. Yeah, man! Yeah! Halt die Füße still, du hast es noch nicht gesehen. Okay, aber guck gib mir das erste Mal an. Es wird der größte Scheiß sein. Gib mir Mighty Morphin Power Rangers, gib mir. Also wird so ein Fighting Game wie Turtles in Time. Es wird ja wie Turtles Reshelled, oder? Ja, ja das ist Turtles okay. Oh, yeah, aber das ist aber ganz okay. Es sieht okay es aus. Es ist von Digital Eclipse. Das kann nicht schlecht werden. Bin ja kein Power Ranger Fan, aber an sich ist natürlich schon cool, ne? Das sieht gut aus. Ich hab Bock. Es könnte besser aussehen, Nee, ist schon okay. Es kann natürlich besser aussehen, aber... Fünf Leute gleichzeitig, ja? Ist zu viel, wenn ich ehrlich bin. Es ist schon bei Turtles Reshell, was auch, sobald du mehr als vier Leute, sagen wir, da hattest. Ja. Oh, coole Bonusrunde. Okay. Das sah cool aus. Alter. Ich mag das. Cool. Er ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Das hat zum Beispiel. Also es ist ein bisschen hässlich. Ja. Rita's Rewind. Ja, du hast ja eben gerade gesehen, da kam ja Mecha Rita und wahrscheinlich Mecha ist sie durch die Zeit gereist. Deswegen. Das ist Rangers in Time, ja. Oh, Time Force. Very much shell, it wounded knee. Big Apple. 3 a.m. Oh, ist das aber nicht Little Devil Inside, oder? Das ist Bambi. Lifeline Game Studio. Nee, das ist es. Okay, ich mag's jetzt schon. Ich tu mir leid, aber ich mag's jetzt schon. Oh, ich lieb's. Der Twist ist, am Ende landest du in der Küche und brätst dir ein Steak. Mann, hol das Vieh! Also, wenn da irgendwas stirbt, müssen die Entwickler sich echt Sorgen machen, finde ich. Das ist nicht okay. Ja, cute. Also ich mag es, aber mich kriegt sowas sofort. Ich habe auch direkt bei Ori and the Blind Forest direkt am Anfang schon geheult, weil so dieses nonverbale Süße, irgendwie kriegt es mich sofort. Und so ein Reh, also bitte. Was? Das Reh wird auch noch groß? Oh, da kommen neue Spielmechaniken. Und am Ende kannst du es essen. Im Winter. Es ist kalt. Es rettet dir das Leben. Du musst den Banter aufsäbeln und nicht da reinlegen. Stell dir mal vor, die haben das echt gemacht und dann am Ende musst du es wirklich einfach aufschneiden und dich reinlegen. So einfach nach 10 Stunden emotionalem. Aber das ist voll gut.
Stimmt, hieß es vor The Boy and the Deer und dann kam der Junge in der Reihe. Da dachten sie, scheiße, wir müssen den Namen ändern. Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic and now has a team of eight helping him realize his vision with financial aid from the French government and games like that are why we do this show, giving first-time developers a chance to show you what they're working on. All right, next, after a long wait, solange die Rechnung bezahlen können für die Trailer. Arriving later this year. Kingdom Come Deliverance 2, Leute. Das ist für Embracer auf jeden Fall, glaube ich, der wichtigste Titel des Jahres. Da haben die große Hoffnung. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes. Das bist du, der Mann mit der Schaufel. Das bin ich. Ja. Du kannst das sein, wenn du willst. Nur der sei der Schaufler. Ich habe da Erfahrung drin. Hiermit, damit hast du Erfahrung. Das auch. Ich war ja Praktikant bei Game One, stimmt. Ja, ich war Praktikant bei Rocket Beats. Wir haben alle Erfahrung. Also ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Ist das Robin Hood Helden in Strumpfhosen, ne? Das Spiel? Oder? Ein bisschen was, ne? Das sieht mir zu gewollt lustig aus. Na, ist nur die Origin-Story am Anfang. Und dann hast du Kumpels und reitest aus. Und finde ich aber gut, so eine Story zu erzählen. Alter! What? Okay. Also ich mochte den ersten sehr, ich habe ihn dann doch kaum gespielt. Ich kann es kaum erwarten, das nicht zu spielen. Aber es sieht halt cool aus. Und es ist wieder so ein ewig langes Spiel. Ist das die Hammerburg, die sie da drauf haben? Aber jetzt würde ich gerne mal wissen. Das ist viel lustiger als der erste Teil, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Kann einer mal sagen? Ich finde den Ton eigentlich ganz gut. Ja, es wirkt gerade wie Dungeons and Dragons als Spiel im Mittelalter. Es hat auf jeden Fall mehr Story, oder? Kommt mir das nur so vor. Es wirkt also nicht mehr so. Ich habe mir auf jeden Fall was anderes vorgestellt, als sie es angekündigt haben. Ist das da Chris Pine vielleicht, der ihn spricht? Aber hört mal, ich finde es auch voll okay, zu sagen, das erste ist so ein realistisches Ding und das zweite erzählt eine coole Story oder so. Ich weiß ja nicht, ob die erste Story vielleicht auch total interessant war, aber die war nicht so lustig erzählt. Da müsste der Chat mal kurz schreiben, ich habe es auch nicht gespielt. Das hier spricht mich gerade ein bisschen an, muss ich sagen. Ich habe Bock. Ich finde das voll nett, würde ich spielen. Ja. Und bisher hatte ich nicht vor, das zu spielen, weil ich mir dachte, es ist zu komplex. Slitterhead. Okay, der erste war auch schon ulkig. Ja, das klang immer ganz gut, bis sie das Genre gezeigt haben. Ja, ne, da war irgendwas. Was war es nochmal? Ich weiß es nicht mehr, aber... Ja, es ist ein bisschen Souls-like-Kämpfe oder so, meine ich, bei dem Trailer gesehen zu haben. Aber ja, Toyama, der da dahinter sitzt, war Silent Hill 1 und Siren, meine ich. Mit dem Siren hat er gemacht. Eigentlich sehr gut, ne? Siren ist schon mal ein Achtungserfolg. Unbedingt nachholen. Auch mal ein schönes Setting, ey. Also ein anderes Mal. Ist sehr Shenmue 2, ne? Muss gerade an Ghostwire Tokyo denken. Kennt ihr das Böse? Heißt der Film, glaube ich. Ja, mit so einem Parasiten. Auf Englisch. Ja. Mit dem Symbionten. Alter, auch nicht schlecht. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Wie viele Tentakel? Ja. Wirklich. Oh, das war auch eine Tentakel-Gottesanbeterin aus dem Kopf einer Person raus. Die Japaner brauchen echt mal irgendwie, weiß ich nicht, Hobbys außerhalb von dem, was sie da haben. Super Saiyajin. Eieiei. Jetzt hat sie selbst also, die Kräfte der... Die Kreaturen sehen geil aus, die Hauptcharaktere, die spielbaren Charaktere sehen gerade so ein bisschen mau aus. Aber ich muss sagen, ich habe Frauen gesehen, die hatten auch so Fingernägel. Also, okay. Nee, immer das vor ist der Hochzeit, ne? Ja. Und okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe nicht so cool sind. Ist das? Ja, es ist. Hm? Was ist? Es ist eben so, ich weiß nicht, ob es das Spiel ist, was ich unbedingt mir darunter vorstellen kann. Es muss nicht alles Schleichen und Survival Horror sein, aber das sieht eher nach. Okay. Bisschen Mittelmaß-Action aus, aber der Style ist cool. Ja, es ist auch ein komischer Mix, finde ich, hier mit diesem Seelentransporter oder Parasitending und dann diese Kämpfe. Aber ich wäre bereit, mir das mal anzugucken, doch. Also, der Gegner sehen gut aus, irgendwie. Splitterhead. Also, ich finde es ein bisschen cool, ja. Bisschen cool, ja.
Aber ich bin noch nicht verkauft, so, nicht 100%. Jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit. Was? M&M? Nee, was ist das? Was ist denn das? Es ist eher eine Mandel, oder? Ist es eine Eichel? Der Arschkopf. Nee, das ist eine Kaffeebohne. Das ist jetzt ein neues Spiel, oder? Es ist Rocket Beans. Rocket Beans for Game. Ey, ja. Ein bisschen erinnert es mich dran, ja. Und es ist ein Dickhead. Okay. Das ist ein dramatic entrance. There's a reason why I'm called Killer Bean. Ah, okay. It's because I'm good at what I do. Oh, es ist Wanted, the game. Really? Hatten wir da schon mal was von gesehen? Das kommt mir nicht unbekannt vor. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Irgendwo habe ich auch schon was davon gehört. Alter, der macht hier so ein hier richtig Basketball mit der Granate. Aber aber sowas mag ich nicht. So Parodien-Spiele sind doch eigentlich echt zu selten. Ich würde gerne, dass er die gegnerischen Bohnen in so eine Kaffeemühle reinpackt und dann grindet. Denke, du wirst eine Menge Kaffee-Anspielungen. Ja. Der Mandalorian, ja. Well, it is sure nice to meet you. Before you die. Natürlich, alles dabei. Doch, wäre schön, wenn er mit dem Arsch. Wollte ich gerade sagen, wenn er die Arschkrampe noch sieht, ey. Der macht einfach zum Klessen und. Ja, Mann! Das ist der Spinneroonie hier. Beanstands. Ja, also es ist interessant, aber ich weiß nicht. Naja, da fragen wir mal den Anwalt, ob das okay ist. Ob man da vielleicht irgendwie was kriegen kann. Alter, da ist aber auch alles, oder? Das ist die Automate? Wo Metal Gear. Ja, ne? Voll Metal Gear. Killer Bean. Ja, und das ist kein Devolver-Spiel? Vielleicht ist es ein Devolver-Spiel. That was Killer Bean, a third-person roguelike shooter made by another single developer, believe it or not, right here in Los Angeles. Ich glaub's. Blue, who previously worked as an animator on movies like The Matrix Reloaded. Like genau so wie Matrix Reloaded, ja. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey LePrince and Emmerich Toa. Okay, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Hello, bisher wurde ich eigentlich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. War gar nicht so schlecht. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury and Haven, we're here to introduce our new game, Cairn, a survival climber. When I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount K2, but half of his team didn't come back. And I've always wondered, why do alpinists risk their lives in such extreme conditions? This is something we wanted to explore in Cairn. Cairn is a game about what it takes to go beyond your limits. You climb a mountain to reach a summit never reached before. And the climbing gameplay is the challenge. It's very intense and realistic. It's a face-off between you and the mountain. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. Jetzt bin ich gespannt. Mm-hmm. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. So wie Jusson? Nach Jusson, aber Jusson war ja bewusst nicht ganz so realistisch. Sieht das der Shading aus? Ja, wie Jusson. Da muss ich immer noch spielen. Jusson. Ich bin da leider nicht reingekommen in Jusson. Das in VR, ne? Oh, deswegen sieht es so aus. Ja, ja, doch. Stimmt. Könnte sein, oder? Ja, VR wäre, glaube ich, First Person. Ja, aber ich glaube, das ist nur abgefilmt. Aber ich meine, ja, es kann schon natürlich sein, dass es jetzt. Dass es Quatsch ist. Ich dachte, die filmen einfach nur, wie jemand das in VR spielt. Es könnte ja auch einen Modus geben, ne? Ist für mich alles unverständlich, Alter. Wie man sowas machen kann. Hat das Zelt da gerade gehangen? Mhm. Ja, das machen die. Haven war doch das Beziehung in der Postapokalypse, ja, oder genau. So, ne? Ja. Also auf jeden Fall das so, cool. dass die Beine so ja, die wackeln? Die zittern natürlich, die müssen voll Kraft anwenden, ne? Also sehr dehnbar anscheinend. Und dass sie keine Schuhe hat, das macht mich auch ein bisschen. Ehrlich.
Also schon sehr komisch, aber sehr interessant. Hat was Mystisches. Karen. Okay. Ivy Road sagt mir irgendwas. Alter, da freue ich mich drauf. Egal was ist. Beides Top-Spiele. Harvest Moon. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of... Oh, ein Satire-Farming-Game? Oh, das wäre natürlich interessant. Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Satire wird. Meinst du, dass das Satire wird? Ich hoffe. Das klingt gerade so mit der Erzählerperspektive. Nee, der ist doch ihre innere Stimme einfach nur. Ja, aber schon lustig gemacht. Aber schon fast ein zu normales Spiel eigentlich. Dafür, dass die beiden Vergleiche so echt weird waren. Vielleicht kommt jetzt noch der Twist. Wie bei Chocolatier oder wie was? Haunted Chocolatier. Oh, jetzt kommt's. I can stop. Running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. Ja, also sie stirbt am Anfang des Spieles und das passiert in den 5 Sekunden das komplette Spiel, wo sie das halluziniert vor ihrem Tod. Ich wünschte, man hätte ein bisschen mehr gesehen. Ja. Davey Redden, the creator of the Stanley Parable. I sense there's a twist coming, as you would expect from him. And Ivy Wahrscheinlich ist es so täglich größtes Moment hier. Right, weil das wird safe kein normales Farming-Game. Nee, glaube ich auch nicht. A narrative action-adventure game that tells the story of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, the dimension that overlaps our own. Fold? Turn your thoughts inward and focus on the pain. Do you feel it? I do. Your progress is impressive lately, Haruna. Ah, hatten wir es nicht auch schon gesehen? They called themselves the Sahin. Mit der Schauspielerin, die in der Witcher-Serie mitgespielt hat. Ist es nicht das? Das so ein bisschen Action-Adventure-mäßig gewesen ist. Die Jennifer gespielt hat? Ja. Humanity has lived for eons at the mercy of the... Aber vielleicht kriege ich es auch durcheinander. Ich meine, wir hatten doch schon mal sowas gesehen. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I loved. Remember stepping. Find your target and bridge the gap. Ah. You don't belong here. You're wrong. This is exactly where I'm meant to be. Okay, sie ist Ino aus Naruto. Aber es macht mich nicht wirklich. Auch schon oft gesehen, dieses Körperwechselding. Vincent found something down there. Unknown 9. Monster in the Stories. Ah ja, Monster in the Stories kommt beides, also 1 und 2, auf der PlayStation 4 raus. Nächste Woche. Ja. Auch für Switch, oder? Gibt's ja, also 2 gibt's schon auf der Switch, der erste müsste jetzt nochmal auf der Switch kommen, aber 2 kommt auf PS4. Ah. Das ist bisher auf Switch und PC nur. Es gibt Monster Hunter Rise, Baby, da gab's, ich weiß nicht, ob es aktuell läuft, ein Humble Bundle, wo die sehr günstig waren, die Monster Hunters. Stand auch gerade da, dass Rise 75% reduziert ist. Also wenn das hier noch mal im Bundle ist, aber checkt mal aus, falls ihr das findet. Ich habe Trant Gewürzpulver mitgebracht. Monster Hunter Gewürzpulver. Er hat sich sehr drüber gefreut. Warst du auch im Capcom Pop-Up Store? Da nicht, aber das hatten die irgendwo, ja, vielleicht war das tatsächlich am Ende der Capcom Store, aber irgendwo war so eine Monster Hunter Ecke. Ich weiß nicht mehr, ja, wo. Okay. Alles ist eh gleich. Gut.
Souls game? Yes or no? Yes. Oder jetzt kommt ein Joke. Das könnte auch sein, ne? Sag mal, haben die alle einen Contest, wer die unpraktischsten Waffen benutzt? Ich nehme einfach jetzt hier den Kronleuchter. Feile ich mir vorne an, ist mir doch egal. Glaubt ihr, es wird noch was zum Elden Ring DLC gezeigt? Jetzt noch? Naja, es gab ja gerade die Previews. Also, ich sag, bei Microsoft wird es sein. Ich würde das sagen, nee. Zwei Wochen vorher nicht mehr. Ja, Microsoft hatte damals auch Release, den ersten Trailer gehabt, deswegen, warum nicht? Das war so ein finaler Trailer. Er ist ein kleines Baby. Ekelhaft. Jetzt setzt er die Maske auf. Ich bin der König. Look at me, I'm the Captain now. Ist das so? Ja, so nett, ne? Ich schieße nicht mehr auf ihn. Das reicht einfach, sich die Maske aufziehen und schon ist gut, aber ich verstehe dieses Spiel nicht. Das ist in Notria. Das ist das Spiel, was wir auf der Gamescom gesehen haben. Ja, ich habe das gespielt. Da gibt es eine Demo, eine 8-stündige, die du runterladen kannst. Oh, okay. Warum ist der einfach in-game gezeigt? Ja. Das hatte ich gespielt. Ist das Finn Balor? First Descendant Looter Shooter Unreal 5 aus Korea. Das sieht nett aus. Was gemacht? Kannst du leider immer, also aktuell davon ausgehen, in irgendeinem Stream gibt es irgendein Lied, was die einfach reingeballert haben. Ja, aber da war ein riesen Auge gerade. Habt ihr es gesehen? Ja. Sollte bei Nintendo immer zwischendurch Just Dance einfügen, damit man das Video nicht hochladen kann. Noch besser ein Netflix-Trailer. Ja, stimmt, die Beta hatte, gab's auch schon. 2. Juli, nicht allzu weit weg. So schlecht. That looks awesome. The First Descendant will be available across PlayStation, Xbox, and Steam. Yeah, it's free to play. Wish to now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game, Among Us, took the world by storm and a couple of game awards. Ja, Gregor, nochmal Among Us. Here are Victoria Tran and Forrest Willard. Hä? Huh? Ist das so ein Among Us Ding oder? Nein. What's up, gamers? Imposter. Can you believe they just let us be on this stage? Like no chaperones. Like. I know. Can we announce something totally fake? Oh, do you think they'll let us do that? Among Us 2? Among Us 3? 4? Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real we wanted to present to you all today. There's been so many great indie games in recent years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the industry. Some devs don't really get the chance they deserve, so we thought we could help out a little. So immer noch besser als hängen zu lassen, wie viele es dann machen müssen. Side project Outer Sloth, an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular Among Us. Mega cool. This is our way of saying thank you to our crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. And then we all get to play them, which was the real plan. I really want games. Outer Sloth is our passion project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly, incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. And don't worry, Jeff, it has your favorite, a ton of world premieres. Enjoy! Süß. A ton of Kojima, hätte ich gedacht. Dachte ich auch. Among Us! Fand ich richtig sympathisch gerade. Also immerhin, dass sich hier Leute auch bemühen, Jobs zu schaffen. No? Ja, das ist schon sehr selten positiv. Und cool, ja. Hi, I'm Ian from Shapeshot. Oh, darauf freue ich mich. Habe ich das nicht schon mal gespielt? Das habe ich schon mal gespielt. Das ist Early Access. Gerade. Ah, okay, ah, okay, ich denke an den Look eher. Oh, das habe ich auch gespielt, das war cool. Cooking irgendwas, ne? Battle Suit. Das wird dann drüber Battle Cook. Battle Cook war das, ja. Das war ziemlich cool. Hi, we're Midnight Munches. We just released a demo for One Button Bosses, our boss rush game, with a single button to press and a ton of bosses to beat.
Okay, klingt nicht schlecht. Ja, der fliegt dann immer um den Boss rum und so, das ist ganz nett. Sieht cool aus. And vanquish a fleet of colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Amogus 2. I'm Eka, creative director of Outer Loop Games, makers of Thirsty Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Okay. Discover new Dosa recipes and reunite with your alles, was ich mag. Ein Mech und Essen. Mech, der kochen kann. Dosa is a game about life, death, love. And food for the soul. Das ist ein Spiel für mich! Und alles so emotional vorgetragen, das war toll. Ich fühle mich angesprochen. Geil. Eine Mechkrowelle. Victorian Forest. Those all look fantastic, nope. And I cannot wait to play them. But all of those amazing indie games aren't the only thing coming out of Inner Sloth. Did you know that there's going to be an Among Us TV show? Oh, was? Wirklich? Sounds like you did. Yes, there's going to be an Among Us TV show. Check out this sneak peek. Auf Netflix. Hä, aber das ist doch cool. Lol, Imposter. Wenn es so interaktiv ist, glaube ich, war ganz cool. Das interaktive Among Us-Serie. Ja, also wenn es interaktiv ist, ist das Storytelling doch wertlos, oder? Jede Folge wird wie bei Detective Conan sein. Also ich werde das gucken. Ja, ich werde mal reingucken, ja, aber... Ja, ich kann mir nichts vorstellen, was ich weniger lieber tun würde. Ich kann mir nur nicht so recht vorstellen, was das sein soll. Soll das nur eine Folge werden oder eine Serie? Aber es ist nonverbal, oder? I don't know. So 5-Minuten-Clips, so Meinzelmännchen-Style? Ja, das würde... Ah, nee, nee, siehst du, Person Oswald World okay. Und so, ja. Elijah, Alter. Okay. Okay. Und der deutschen Version Knossi. In allen Rollen. Montana Black. Sonic X Shadow Generations. Oh, hier. Ja, Sonic. Ah ja, Shadow soll doch ein Remaster kriegen, ne? Ja. Bruder muss los. Of 3D and 2D levels from Sonic and Shadow's history. Bruder muss groß. Now it's time for a glimpse of Shadow's nachher. Brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. Ah. Live and learn. Also Elias, Ende des Jahres gucken wir Sonic 3. Oh, yeah. Ja, komm, das wird geil. Ja, die Sonic Crew muss wieder zurück. Wir brauchen neue Becher. Hey, Keanu Reeves als Shadow. Was? Ja. Ja, okay. Also wenn es den auf Englisch gibt, wir gehen den natürlich dann auf Englisch gucken hier. Deutsch wird wieder Knossi, oder? Alter, Idris Elba und hier Keanu Reeves. Ja, bin ich am Start. Da. So, jetzt müsst ihr mich kurz aufklären. Das ist jetzt ein Remake oder ein neues Spiel? Worum geht's hier? Das ist jetzt nicht ein Remaster von Shadow the Hedgehog, wobei es sieht ja gemischt aus, ne? Sonic Generations 2 oder was ist es? Ach nee, Sonic Generations wird nur aufgelegt und Shadow. Ja. Ne? Ah. Generations war ja der Mix zwischen der knubbelige alte Sonic und der schlankere neue Sonic treffen aufeinander durch Dimensions-Twitch-Quatsch. Ah, okay. Okay. Der knubbel Sonic kann ich reden. Ja. Und Shadow the Hedgehog war. Edgelord, Ballaballa. Ja. War das nicht so ein berüchtigtes Spiel, das besonders schlecht weil war? Weil der Knarre hat. Es war ziemlich schlecht, ja. Und das wird jetzt in ein Spiel verbaut, oder? Ah. Oder ist Shadow jetzt einfach auch eine dritte Kampagne in Generations? Ich weiß es gar nicht. The Year of Shadow, right? A movie coming in the upcoming online survival game. Er hat es auch gerade gemerkt. There is one small decision that unleashed a chain of events which set the stage for the story the player will experience. Let's find out for the first time what that is. Hmm, okay. Generations Remaster with Shadow. The only piece I find is das Roguelike jetzt, ne? Es ist nicht das MMO? MMO, ja. MMO, oh, okay. One where I, Paul Atreides, was never born. Ahiyaa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 a
before his betrayal. A world where my father lives. Also alternative Geschichte bei Dune, ne? The Battle of Arrakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. A war of assassins spreading across the planet. Fremen exterminated. No, Muad'Dib. No, Lizan al-Gaib. No, Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. Ja, Singleplayer-Spiel. Zeig mal Gameplay. Ja, echt. Wishlist now. Jemand sagt, es wird ein neues Gabriel Knight vorgestellt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ernsthaft? Ne? Ja, das hätte ja sein können. Die alten Sachen kommen ja wieder. Also schön wär's. Aber. Was sehen wir hier gerade? Keine Ahnung. Neues Spiel von einem neuen Studio. Einen neuen Film, meinst du? Ja, wir sehen noch kein Spiel, ne? Das Interessante ist, die steuern da die ganze Zeit was. Aber ich habe bisher noch nichts von diesen Sachen gesehen, was sie steuern. Was für ein Flugzeug steuern sie? Was für ein Fahrzeug steuern sie? Steuern sie einen Mac? Was steuern die überhaupt? Da alles, was du da siehst, steuern die. Alles. Battle Aces. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. That is top down. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody. Hättest du den Trailer auf das hier umgesetzt, was du da gerade siehst? Or Hearthstone did for card games. So, Battle Aces is an action-packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing through unit decks. And what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, but also players will be able to experience an endless possibility of strategies. Second, we want to eliminate the tedious clicks required to play an RTS as much as possible so that players playing this game are experiencing only the fun parts of playing an RTS game. So if you want to learn more about Battle Aces or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, then please make sure to visit our website at playbattleaces.com. Thank you. Das ist gar nicht uninteressant. Auch ein RTS. Thank you, David. That was fantastic. Fast totes Genre, right. Leider. Yeah. Our next premiere unveils the exciting new destination for a game that Shadow dropped at the Game Awards last year, Shadow. The Finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates and two seasons, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week game? On June 13th. The Finals. The Finals. The Finals. And welcome to Season 3 Aber of The Finals. Die entwickeln doch gerade noch was anderes. Wir vergessen das Spiel. Ist. Beim Finals war doch eigentlich nur eine Demo, die sie dann irgendwann gesagt haben, ey komm, irgendwie die raus. Eine Tech-Demo. Also ich hätte gedacht, hast du schon seit Ewigkeiten draußen, aber wir vor langen Jahren drüber geredet. Erst bei den Game Awards dann Shadow Drop. Und es ist ein echt gutes Spiel. Finals. Okay, neues Level. Ich erinnere mich, dass wir das mal im Game Talk hier besprochen ja. haben. Mit Valentin wahrscheinlich oder mit nee. Timo. Timo ja. war hier. Timo war hier, ja. Ja, Timo ist ja ein großer Fan von, weil die Technik dahinter einfach krass ist. Also da wird halt einfach dieses... Das ist das Spiel, das, wo man sich durch die Level sprengen konnte? Genau, weil halt auch diese cloud-basierte Physik-Engine dann halt auch genutzt wird. Also hier kannst du das machen?
Ja. Bei The Finals, wie bei Bad Company oder so. Das ist ja cool. Das ist mal endlich, warte schon lange drauf. Von unten nach oben schießen. Durch die Decken, durch die Wände, alles. Das finde ich eigentlich sehr, sehr reizvoll. Du hast es aber jetzt nicht weitergespielt, oder? Nee, ich habe es leider nicht weitergespielt. Please welcome multiple Game Awards winner and a dazzling Game Awards performer, if I do say so myself, Sam Lake from Remedy. Sam Lake, Max Payne. DLC wahrscheinlich. Oh, Max Payne Remakes, ne? Stellt's euch vor. Alan Wake DLC. Jetzt mit Ende? Ich mag ihn so. Er kann es immer noch. Er kann es immer noch, Leute. Er kann es immer noch. Die Macarena. I think that's enough. Thank you. Hi. You see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. Many of you have been posting your Remedy game collection pictures on your shelves. Ah, physical edition. Alan Wake 2, so far, digital only, sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe editions and physical collector's editions for Alan Wake 2 coming this fall. You can lock in your copy starting tomorrow. Next, we promised you some expansion content for Alan Wake 2. Of course, it's schon drin in der Retail. I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. Freue ich mich sehr drauf. It contains three episodes with three familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenario. Yeah, geil. Okay. It was a chance for us to really go out there, as if we already didn't. Ja, finde ich richtig cool. Ein großer Fan von allem, was sie machen. Und dieser Meta-Humor trifft mich. In less than 24 hours. Krass. Tomorrow. gleich mal holen, DLC. Ja. Now, with this world premiere, I invite you to step into Night Springs. Also das ist so ein What-If-Ding. Ja. Das finde ich aber richtig cool als Idee. What-If für sowas? Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, always familiar to us. In Night Springs. Oh ja, richtig cool. Deine war so ein bisschen low poly, oder? Ah, das finde ich sehr gut. Hat schon fast so ein Blood Dragon Vibe. Auch. Ja, also, das finde ich gut. Das sind gute Charaktere auch. Mhm. Oh, wie cool! Natürlich ist sie dabei. Und wo ist Max Schmerz? Also einmal, Waitress, der Polizist und die aus Control. Ja. Ach, das ist der hier aus dem anderen Remedy-Spiel, ja? Ja, der hat auch den Polizisten, aus Quantum Break. Die ist aus Control. Stimmt. Ja, aber das war gut. War dabei, ne? Das haben die schön gemacht. Das ist ja mega cool. Ich meine, sowas können sie halt echt. Was sie nicht können, sind so Gameplay-Elemente manchmal. Ja, das stimmt. Ja, ich muss den zweiten Teil erst noch spielen. Ja, das ist schon gut. Der ist ein bisschen lang, aber der lohnt sich, finde ich. Der ist schon gut gemacht. Ja. New World. Ja, ne? Das sieht so aus. Wieder kein Ende damit. Ja, das war... Ist das New World? Mhm. New World Expansion wahrscheinlich. Guck mal, da schon wieder der Hirsch aus Mononoke. Ach Gott, dieser verdammte Hirsch! Der kommt immer wieder! Ihr habt wahrscheinlich nur ein fucking Anime gesehen! Oh, wir müssen überall einbauen! Ey, das kann nicht sein! Ja, wir haben alle Miyazaki-Filme gesehen! Ja, den Hirsch, den bauen wir jetzt ein! Ich muss ja mal kurz sagen... Ich einfach nur Hirsche. Was hast du gegen Hirsche? Ey, krass im Ernst. Naja. Bildsprache, Hirsch! Ich meine, jemand hätte hier schön das Frühstück weggegessen, Hirsch. Sorry, aber ich weiß nicht. Ich finde ihn ja auch cool und so. Mag den Film ja auch. Und ich finde es ja toll, wenn man dann also noch Hommage damit einbaut. Ich glaube, du assoziierst Hirsch einfach mit Mononoke und das muss nicht sein.
Ja. Du bist der Einzige, der dran denkt. Das ist einfach nur ein Hersteller. Okay, okay, hast recht. Wir sind ja so kreativ. Das schlechte Geburtstagsgeschenk ever, ey. Da kommst du da am Geburtstag? Ja. Hast du davon? Was hast du Schlechtes getan? Ich weiß es nicht. If you're watching SGF on TikTok Live right now, you can comment HSR in the chat to claim a special in-game bundle for Honkai Star Rail. Hurensohn! Was? Ich hab nicht was? HSR? And speaking of Honkai Star Rail, was musst du denn das jetzt mal bei TikTok? Fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago, but there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. Miso, Hoyo. Ach, Honkai, ne? Ja. Honkai Star Rail. Zuletzt mal wieder ein bisschen gespielt. Und? Es ist ganz gut. Es ist tatsächlich gut. Es ist pretty good. Weiß das nicht auch wieder so ein 100-Stunden-Ding? Naja, es ist dieses typische Gacha-Ding eben, ne? Also, musst du immer einhergehen bei Hoyo Worst Games. Aber für die Spiele, die sie sein wollen, sind sie ganz gut. Genshin ist ja gleich. Und wenn man bedenkt, dass es kostenlos ist. Also free to play. Simon, will ich das Spiel sehen? Oh. Es fällt mir richtig schwer, aber vielleicht, wenn so ein Spiel dann Spaß macht, ja, aber so die Zwischensequenzen, dieses schnulzige Gelaber die ganze Zeit, immer alles wird überdramatisiert. 20 Minuten für eine 2-Minuten Unterhaltung, ey, nee, echt nicht. Ah, Simon, wird's halt für einen Gegenteiltag wieder. Du spielst alle Hoyoverse-Games. Oh ja. Und noch Genshin Impact dazu. Da schalte ich ein. Da schalte ich auch ein. Ja, ja, da schalte ich ab, Leute. Prime Sub ist... Du kriegst einen Prime Sub. Ah. Ja, oh, shit, okay, einer rein. Ilias, steige mit ein. Einer reicht nicht, nee. Nee, sowas irgendwie wirklich krieg ich schon vom Zugucken. Nee, aber das nächste Hoyoverse-Game, darauf habe ich Lust. Da kommt jetzt noch ein. Zenless Zone Zero. Ja, Zenless Zone Zero. Was ist das? Das ist tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, ist auch von Hoyoverse, aber ist dann halt so Roguelike. Roguelike gemischt mit Devil May Cry und ja. Persona-Styling. Dark und Darker. Also Escape from Tarkov Fantasy. War das mal... Ich habe nur eine Kontroverse mal darüber. Ja, genau. Assets Cloud und so weiter. Ja, genau. Ist das mittlerweile wieder auf Steam? Ich weiß nicht, ob es auf Steam ist, aber es ist mittlerweile Free-to-Play, glaube ich. Ich glaube, es ist auf Epic? Nein. Aber es ist mittlerweile wieder da und die Leute freuen sich. Kannst du erklären, warum das so erfolgreich ist oder warum das so beliebt ist? Naja, es ist halt die Escape from Tarkov-Formel. Das sind alles menschliche Spieler, die du da siehst. Und es ist wirklich auch eine coole Idee und so. Du fängst halt mit nichts an, holst dir den ganzen Scheiß irgendwie, erkämpfst den dir und so. Und das schon, also es hat einen gewissen Reiz, muss ich sagen. Okay. Das ist Extraction Fantasy Game. Ah ja. Also nicht Battle Royale, sondern Extraction. Halt im Team, ne? Dann hast du so diese Nahkampfgeschichten. Einer ist der Magier oder so. Das ist ja irgendwie auch immer. Funktioniert ja schon auch immer. Wenn man es gut macht. Ah, ist auch wieder auf Steam. Wird hier im Chat geschrieben. Hm. Dankeschön. Ah ja. Ich sehe das auf jeden Fall häufiger bei Bonja oder so. Ja. Bonja spielt Soon, spielt es auch sehr, sehr gerne. Ah, ist auf Bein. Epic und Layers for Free. Vielleicht sollten wir das mal anschauen. Übrigens, kostenlos im Epic Store Midnight Suns. Das Strategiespiel. Oh, ja. Marvel's Midnight Suns? Das habe ich schon. Geil, so lange. Now live on both Steam and Epic Game Store today. So play it this weekend. Oh, yeah. Extraction Schnetzler. Lots of fans are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, 4 lucky fans were upgraded to our VIP section. Ist da jemand, den wir kennen? Discover Orange Ticket Upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the release date for Capcom's upcoming Kunitsugami Path of the Goddess. Ah, Das gab's ja auch noch. Hattest du es gesehen bei Ilias, das Gameplay? Das war ja so ein bisschen Tower Defense gemischt mit Hack and Slay. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das mal gesehen habe, aber das ist, glaube ich, mindestens ein Jahr her. Es hatte einen ganz coolen visuellen Style. Es war dann eben mehr dieses Tower-Defensive, was sie das Gameplay das erste Mal gezeigt haben, dass man so Bock drauf haben muss. Da kommen überall so, du bereitest dich am Tag vor Monster-Invasionen. Okay. Und dann musst du die strategisch wegschnetzeln. Ist noch ein Hirsch dabei? Stimmt.
Ist dein Narren gefressen am Hirsch? Nein, ganz im Ernst, japanische Entwickler bauen den nicht an. Das sind alles westliche Entwickler, die diesen Mononoke-Hirsch einfach Schnitthirsch. Ey, das sieht gar nicht so scheiße aus. Ja, man hat ein paar schöne Szenen, ja. Danke, das sag mal nochmal zu mir. Es gibt zu viele Spiele. Das ist das Problem. Ja. First World Problems. Und der Juli, gar nicht so weit hin. Krass. Kommt raus für fast alles. Hm. Das sieht aber cool aus. Ach, das ist dieses Hyperlight Breaker. Das, was du mal angesprochen hast, ne? Ja, ja. Da erkennt man sofort an der Farbgebung, ne? Ja. Ja. Solar Ash war auch ziemlich gut, muss ich sagen, falls ihr es nicht gespielt habt. Sehr hohe Geschwindigkeit da. Eigentlich ganz gut Fang gemacht. Ja, das Spiel hat so eine richtige Odyssee hinter sich. Ich war ja eigentlich bei Gearbox. Gearbox wurde von Embracer gekauft. Jetzt hat sich Gearbox dann wieder zurückgekauft, umgelabelt. Ja, da gibt es auf Noclip eine ganze Doku-Reihe, wie dieses Spiel gerade entwickelt wird. Das ist tatsächlich ganz spannend, falls ihr das interessant findet. Ja. Gearbox ist natürlich auch interessant, passend zum Borderlands-Film, vielleicht noch ein Borderlands-Teil. Ja, der Film kommt ja auch. Naja, also, ja. 4 wird ja spekuliert, mal wieder angeblich, aber ob das jetzt kommt oder nicht, soll ich auch nicht zu 100% sagen. Ach ja, das ist doch schon draußen, oder? Ist schon draußen. Ich muss aber sagen, ich habe das jetzt echt versucht zu spielen, das hat mir null Bock gemacht. Also, ich verstehe nicht, was da so der Spaß dran ist. Ich fand die Bewegung, alles irgendwie nicht so richtig, hat nicht so richtig funktioniert. Das sieht ja nett aus, aber wenn du dann versuchst zu kämpfen, ist es irgendwie so... Das ist wie Gangbeasts. Ja, aber Gangbeasts mit knuddeligen. Das Skin. Ist der Punkt. Doch. Ich liebe Gangbeasts, aber das finde ich hat nicht die. Es macht nicht spielerisch so einen Spaß wie Gangbeasts. Du hast hier halt Waffen, dann haust du damit rum. Und Gangbeasts hat ja auch ein anderes Moveset, was die Hände und so angeht, als das hier. Also ich muss sagen, ich war nicht so begeistert. Aber vielleicht habe ich es nicht lange noch versucht, aber ich mag sowas ja eigentlich. Und Gangbeasts also ist auf jeden Fall richtig süß aus. Das ist es halt, aber irgendwie, glaube ich, macht das gar nicht so Spaß. Das sieht nur cool aus. Aber vielleicht sagt mal Leute im Chat Bescheid, Party Animals, ist das was? Ich fand's scheiße. Ich hab's bisher auch nur auf der Gamescom gespielt, ich fand's okay. We know you may have heard the stories about I think so you should leave. We wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations. And reassure you that things here at AmCorp and the city of San Vansterdam have never been better. Things are going great here. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at AmCorp loves this town. We think this town rules. Why would we hurt a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what M-Corp's doing to this town, all those lies. Everyone at M-Corp is really good. Stop crying, all right? This is business. Look around, pal. This is how businesses are run. Now, you should have known that when you were hired on, okay? Jack, tissues, come on, pal. Bah! Funktioniert der Joke bei den Entlassungen in der Spielindustrie gerade? That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here in Edmonton. We are not going anywhere. We'll be here a long time. Aber was war das jetzt? Keine Ahnung. Wer klatscht denn bei sowas? Alle, die noch Jobs haben. And now let's head to Sam Vansterdam for a new look at Skate from EA. Skate? Hey, Jeff, how you doing, bud? Oh. Sagt er, Skate kommt noch was. Gehört das zu Skate gerade? Anscheinend. Wollen Sie damit gerade EA zeigen? Hä? Ah, okay. Das war die weirdeste Transition aller Zeiten. We're still working on it, okay. Und du bist im Gebäude von M-Core und... Nee, die Stadt ist voll... die Stadt ist ein einziger... Es hat ein Skatespiel, ne? Die Stadt ist ein einziger Park. Der Traum eines jeden Skaters. Das ist
wirkt gerade so ein bisschen wie Ubisoft Steep, wo alle in der Stadt herumskaten können. Ja, oder machen können, was sie wollen. Skatest du nicht in jedem Skatespiel in der Stadt eigentlich? Eigentlich schon, ja. Ja, aber mit so vielen Leuten halt. Ja, ja, ich weiß, aber das gab es irgendwie auch schon gefühlt dreimal. Also ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich hab das ja schon gemacht. Ich denke, schon durch. Ein bisschen Cash für eine gute Sash. Ja, ist ein Free-to-Play-Game. Ist das aus Skate? Das ist aus unserem Game One-Beitrag zu Skate 2. Also ja. Pools, also Skate, Pools ja, ja, putzen, ne? Für ein bisschen Cash und eine gute Sash. Power! Guck mal, das Depresso. Habt ihr das mal gespielt? Ja, lange, aber ja, dann nicht mehr. Hab's lange gespielt. Echt, Simon, du auch? Ja, hat Spaß gemacht. Ich das von dir nicht gemacht, aber cool. Hat echt Spaß gemacht, aber es war dann irgendwie auch schon wieder schnell dann tot oder so, vorbei. Mhm. Schade. Aber es freut mich für die Entwickler. Guck mal, da sind die Fake-Vulkanos. Sobald du einmal hinweg ist über schießt Poco mit der Gatling-Gun um. Aber es ist witzig. Es ist eben Survival-Crafting-Game. Ja, ja. Ne? Und kein Pokémon-Game. Ja, doch, du fängst dir ja auch. Was eigentlich cool ist. Also, ja, aber mehr Survival-Crafting als jetzt Rollenspiel und Fight gegen die. Hier ist schon wieder so ähnlich aus. Nein, nein, das ist nach außen gekrümmt und nicht nach innen, wie das Relaxo. Wir haben ein dünnes Relaxo. Das also, ist es. Dieser ganze Part, wenn dann so dein Reich aufgebaut ist und so und die alle ihre Jobs haben, dann das ist schon sieht, schön. Es sieht aus wirklich wie so ein Sweatshop in China. Ja, ein bisschen ja, ist es auch so. Die alle so Apple-Laptops zusammenschrauben. Aber das klingt witzig, aber das fand dabei. Ich sehr, sehr witzig halt. Wie Simon schon gesagt hat, das ist mega witzig, wenn du halt so eine Farm oder dein Lager aufgebaut hast und die arbeiten da alle fleißig und du guckst dazu und holst dir die Sachen. Verheizt sie in irgendwelchen sinnlosen Kämpfen. Es ist cool, es ist einfach spaßig. Aber ja, ich habe dann irgendwann auch aufgehört. Es hat sehr lang gedauert, bis man da weiterkam. War das eigentlich im Early Access oder hatte das einen richtigen Release? Das war Early Access. War Early Access, ja. Auch im Game Pass, ne? Ja, ja. Sag guter Jima Updates. Doch, ich glaube, das hält sich noch eine Weile. Kann ich mir vorstellen. Congrats to Power World on the new update. Next up, we've got a big announcement from Valorant. Oh, ich hab Valve erwartet! Valve! Wow, Valorant! Vergiss wir haben noch einen Operator und hier kommt ein 500 € hey, Waffenskin. Ja, irgendwann sind Halo diese ganzen. Half-Life 2 Remake, bitte. Ey, also sowas würde ich hier trotz allem aber feiern. Deadlock. Hero Shooter. Millions of players. All over the world. Ey, irgendwann sind das doch nur noch solche Spiele, oder? Irgendwann nur noch Service-Plattform-Spiele. Hier ist die nächste Season, hier ist der, hier habt ihr jetzt einen Mac, hier ist ein Flammenwerfer. Mobile Game. Ah. Die haben schon länger angekündigt, die haben gesagt, eine neue Anzahl von Spielern. Ja, das ist Handy. Das ist ein bisschen PS2-Optik, ne? Das ist bewusst stilisiert, da musst du keine aufwendigen Rechner benutzen für. Ja, aber das ist ja typisch für Riot Games, dass sie dann halt Spiele entwickeln, die auf Maschinen laufen, die 20 Jahre alt sind. Ja, das muss es auch übertrieben geben. Jetzt gesagt. Gibt ja auch Leute, die haben so Rechner. Ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und Valorant ist an sich ja auch ein gutes Spiel, muss man auch sagen. Aber halt, ja, die Skin-Politik ist halt so eine ganze Sache. Ne? Du kaufst dir 100 € Waffenskin, was du nie wieder verkaufen kannst oder so. 100 €? Es gibt Hero 100 €. Ja, aber wer kauft? Und die haben jetzt sogar angekündigt für League of Legends, es gibt einen Ahri-Skin, der wird $500 kosten. Mein Name ist Super Idiot. Stupid for people, they got more money than you. Krass. Stupid for people, you can't even afford food. Das Einzige, was ich brauche, ist Luft und mein 500-Euro-Skin. Aber jetzt haben wir irgendwie auch alles gesehen, oder? Der Trailer geht fast zu lang. Ich habe mich satt gesehen. Also ist jetzt nichts Neues, was gezeigt wurde. Kein neuer Operator, wie ich jetzt sehe. Das sind alles schon Operator, die es schon gab. Aber Riot hat Money. Deswegen können die das Spiel ja noch bewerben. Konsole. Switch. Ja.
Nee, Alter, dafür ist es halt, na gut, okay. Aber ich glaube, dann kann Crossplay, das wird nicht klappen. Das war Valorant's core tactical gameplay. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Ernsthaft? Seid ihr sicher? Das kann ich euch nicht glauben. Oh my God. Ey, das ist ja peinlich, dass sie das nochmal sagen, ey. Sign up right now at beta.playvalorant. This was all real time. Yeah. We are so excited for your input. Ja, trotzdem, ich glaube, ich schaue doch mal rein auf der Konsole, weil ich möchte mal gucken, wie es sich steuert. Soon in limited beta. But before we go, here's the head of Valorant Studio, Anna Donlan. Okay, es sind keine 100 Euro Skins, es sind 5 Skins in einem Bundle für 100 Euro. Na dann, 5 Aufkleber. Dann ist ja okay. Das war Sarkasmus. Ah, sorry, ich bin gerade so wütend. Hinter dir ein dreiköpfiger Hirsch. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so, so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us and we can't wait to see where you take us next. Hey, aber zweite Staffel Arcane kommt. Oh ja, ja, da freue ich mich riesig das ist drauf. Auch geil. Oh. Freue mich auch drauf. Ist das Arcane? Nee, das ist immer noch Valorant. Ist Valorant, genau. Aber man muss auch sagen, Riot kann gut Cinematics machen. Also wenn sie jetzt einen neuen Operator rausbringen, Videos sehen alle gut aus. Irgendjemand hat es gerade auch im Chat geschrieben, irgendjemand muss, der die Show bezahlt. Ja, der arme Jeff. Ja, wir haben ja gesehen, was die Minutenpreise auf den Summer Game Fest sind. Also die lassen sich da jetzt auch nicht Asche kosten. Ist das so? Was, da sind einige Skins für verkauft worden. Ja, was ist das für ein Minutenpreis? Weißt du, kannst du das mal sagen? Ich weiß das gar nicht. Das kannst du mal googeln tatsächlich, weil das ist zuletzt mal geleakt irgendwie, dass das so mehrere hunderttausend Dollar irgendwie pro Minute Hunderttausende? Kostet. Okay, das ist krass. Hätte ich jetzt nicht, also fünfstellig Moment. Hätte ich noch geglaubt, aber ey, das ist ja viel zu viel. Wir haben hier Indie-Games gehabt. Die Frage ist, haben die dann dafür bezahlt oder war es, ihr kriegt mal einen Slot bei uns, damit wir Credibility haben, ne? Ja, wahrscheinlich, weil da noch ein bisschen Platz ist. Ja, mir sind es, also meinem Chat auch, aber mir auch echt zu viele Trailer. Ich hätte gerne mal einfach mehr Spiel wieder gesehen und ich finde es ja gut, dass die nicht so viel Gelaber zwischendurch machen, aber mittlerweile ist es halt nur noch Trailer mit irgendeinem. Aber das hier ist ja nicht mal Trailer, das hier ist gerade eine Werbeveranstaltung für Valorant. Ja, ja, das habe ich auch verstanden, aber ich meine auch vorher waren es dann auch echt einfach zu viele Trailer ohne wirklich Aussagekraft. Das sagen wir auch jedes Jahr. Ich habe bei dir mehr Gameplay, weniger. Bleh. Wir haben auch nicht endlos Zeit alle, ne? Oh nein, jetzt entgleitet die Show komplett leider. Ey, ich würde mich wieder drüber freuen, wenn der komische Rasierer da wieder auftaucht. Lady. Oder hier, was kommt? Doritos? Mountain Dew? Die kommen dann, die Doritos-Dosen und der große. Well, next week, Young is going to be voicing a character in a movie. Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade, and we've got your Lance Slashblade. Check this out. Okay, komm, das könnte lustig sein. Inside Out Trailer. To your eternal fate. Weiß nicht, die neue englische Stimme von Kirio, oder kriege ich das durcheinander? Young, schieß mich tot. I never saw the appeal. I long to be a hero. But darkness holds my past. Oh, I'm in 100%. We were all banished here. Deemed unfit. Worthless. Ich find's auch schön, dass die Haare so schon durchklippen durch die Kleidung. Das ist schon sehr gut gemacht. Schon gut gemacht. Don't you remember his power move? I'm coming for you, Riley! Oh, yeah? No one is totally worthless. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Die Animationen sind schon geil. Ja, die Liebe zum falschen Detail ist schon gut. Shield yourself, my friends, for I shall set you all free. Nice. Das ist schon gut. Das ist ein guter Gag. Samsung just released new 2024 monitors for gaming, work and entertainment. Scan the QR code now to get up to Moment, ich muss scannen. Ja, wenn ihr Gelegenheit habt, könnt ihr auch bei AG1 mal ganz schnell bei mir drinkag1.com/Simon. Ihr könnt aber auch, ich habe auch Holy. Habt ihr auch noch was? Ey, was ist das? Ken Jeong, why? What? Stop watching
Peter. Why? And yes, Chicken does look a lot like Ken Jung, and today Chicken is excited Dr. Ken, du hast einen Doktortitel. Chicken buddies are in. Aber das Doktortitel ist halt nicht die Rechnung. Dishonor. Ey, der kriegt dafür einfach mal Jahresgehalt. Emotional damage. Es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Du sollst uns repräsentieren und nicht so verkaufen. What's going on? What? Look at your phone. I'm the chicken. We're here to make your life more fun. I'm fine. I drink right out of the carton. I don't think you know the definition of fun. Come on, get up. I am. Es ist Will Arnett. Das ist Chris Hemsworth. Ist es wirklich Chris Hemsworth? I think I'm an excellent candidate for the job because Scheiße, ey, Mobile Games, ne? Wie viel Kohle machen, da liegt die Kohle. He's one of the most equitable people I've ever met. Also, I've pillaged a few villages. I'm not a lawyer. Okay, just a lumberjack. I think you're qualified to be an accountant. Which is why you'll have the job. Congratulations. What's the party like? There's more where that came from. Ich dachte, mir Mobile Games spielen. Guys, maybe everything isn't a squad activity. Just relax your bowels, your mind. I'm bringing out a different story. This time I'm mistaken. Forehanding you a hard word breaking. Geclaimed wegen Nickelback. Da freue ich mich schon auf das Gespräch. Freue mich auf das Gespräch mit Anton. Hey, Anton liegt gerade im Bett und sagt, oh, irgendwas Schlimmes ist passiert. Ja. Disturbance in the Forest. Ich muss auch mal gerade aus dem Fenster. Dolph Lundgren. Der Dolph Lundgren ist mittlerweile nicht mehr so teuer, aber Chris Hemsworth? I'm here to appeal to a younger audience. Ey, das ist echt lustig. Toll. Aber was, ich habe vergessen, was wir hier gucken. Ich glaube, wir wissen alle nicht, was wir gucken. Dieses Scheißspiel, stimmt. Ist das eine Simulation? Was für ein Spiel war das nochmal? Castle Crashers? I came from inside me. Shut the door or Squadbusters. Es ist so, je besser der Trailer, je teurer, desto beschissener das Spiel. Ist einfach klar. Der Trailer möchte aber auch nicht aufhören, ne? Ja, und Anteil vom Game 5%. Ja, ich weiß immer noch nicht, was für ein Spiel es ist. Monster Hunter Series Producer, Mr. Ryozo Tsujimoto. Das ist der Rausschmeißer, wir haben noch 10 Minuten. Hi, thank you, Jay. Hallo. Das ist also nichts zu Dragon Age dann? Ganz viele Sachen nicht. Kein neues Gabriel Knight. Kohan heißt? Kohan, ja. Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've prepared a very special trailer today for Summer Game Fest. Glaubst du, die übersetzt es wirklich? Oder sagt die halt einfach nur, was sie genau weiß? Oder? As it's an important monster within the game. Hi, 本作ではですね、没入感とアクション、こちらの融合を目指して開発を進めております。モンスターハンターワイルズは2025年にプレイステーション5、Xbox シリーズ XS、そして PC で同時発売となります。また、今回はですね、プラットフォームの垣根を越えて一緒に遊ぶことができますので、eigentlich können wir jetzt reden, während redet, weil wir kennen die Antwort schon, ja. To deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025. Danach kommt dann echt nichts mehr, oder? Xbox Series X and S and PC. はい、最後になりますが、hat es auf seine Handinnenfläche geschrieben? Ja, ich glaube, ja. Guckt ab und zu mal rein, oder? Glaube auch, ich kann es aber verstehen.
皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。Welches Spiel noch? またですね、ゲームズコンではですね、was wird da stehen? Links? Rechts? できるような Wie war's nochmal? Lenny White, Carl Black? こちらもぜひ楽しみにしてください。There will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August.And our first public hands-on playable demo of Monster Hunter Wilds will also debut at Gamescom. Ja, zeig doch jetzt was, oder nicht? Oh, cool. Okay. Wo ist mein Radar los? Mit Tony Jaa, ne? Ja. Und Mila Jovovich. Ja, over there! Sprechende Palikos, ich weiß nicht. Das ist die Zukunft hier, da kannst du nicht mehr zurück. Ja, dass der Hauptcharakter auch spricht. Aber das ist schon, das ist In-Game-Optik, ja, jetzt ja, schon, das ne, direkt cool war. Also war In-Game-Cutscene wahrscheinlich vorhin. Ja. Ja, Monsanto ist schon wirklich irgendwie cool. Also, es ist schwer, das nicht interessant zu finden, wenn man sieht. Es ist ja auch die größte Cash-Cow von Capcom. Ich glaube, alleine Worlds ist doch so ein 40, 50 Millionen Seller. Ist ja auch das erfolgreichste Capcom-Spiel aller Zeiten. Mhm. Ach, wirklich? Krass. Dachte auch mal, es wäre Street Fighter, weil die ja von Street Fighter 2 Millionen verschiedene Versionen rausgebracht haben, aber... Ist auch interessant, weil ich jetzt in Japan zum Beispiel fast nichts zum Monster Hunter gesehen habe und da war wirklich zu allem was, aber Monster Hunter war eine kleine Schamecke. Ah, dachte auch, dass das populärer ist bei denen. Nee, ich habe voll viel davon gesehen. Ja, wie gesagt, vielleicht war es gerade nicht die Season oder so, aber ich habe nichts davon gesehen, auch keine Figuren und so. Ich habe, wie gesagt, so ein Ding habe ich gesehen, eine Ecke. Ja, ich war in jeder zweiten Mall gab es einen Pop-Up-Store zu Capcom und Monster Hunter. Ja gut, das war wahrscheinlich dann wirklich die Zeit, ne? Das glaube ich schon. Ja, wahrscheinlich. Interessant. Ja, ist ja irgendwie cool, aber für mich ist trotzdem nichts. Ich habe es so oft angefangen und gemerkt, das dauert irgendwie zu lange. Kann es sein, dass die State of Play mehr gezeigt hatte? Da war der Trailer umfangreicher, oder? Ja, kam mir so vor. Aber sah schon geil aus. Okay. During last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its blazing fast combat and stylish art. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. Das war nicht da rausschmeißen. Ich hätte jetzt erwartet, dass Monster Hunter jetzt ein bisschen länger behandelt wird. Microsoft. Zumindest noch Gameplay gezeigt. Also. Also mehr. Es kommt auch nochmal bestimmt eine Monster Hunter Direct oder so. Das ist auch wieder schön, aber gleichzeitig auch halt wie so viele andere Spiele, ne? Aber das sieht wie ein netter Mix aus. Aus verschiedenen Sachen. Ich bin jetzt auch echt mal gespannt, was dann danach der nächste Hype ist, weil spätestens mit dieser Monkey-Geschichte ist das Thema, glaube ich, auch durch mit Wukong. Ja, ich hätte mal wieder gerne so normal Action-Adventure und nicht, wo ich mir drei Finger ausreißen muss, um irgendeine Taktik zu lernen. Die Animationen sahen gerade echt geil aus. Ja, viele, das sieht voll cool aus. Ich denke nur, wie gesagt, wie viele von diesen Asia-Schnetzlern kann man denn wirklich jetzt haben? Weil es gibt echt eine Menge mittlerweile. Es gab eine Zeit, da gab es keine und jetzt gibt es wieder zu viele. Das ist doch so ein richtiges Wirt-Spiel. Ja, ich liebe es. Also es sieht gerade richtig gut aus. Ich mag halt einfach, wenn die Schwerter aufeinander kommen und so viele Funken rauskommen. Das könntest du mit einem ganzen Feuer entfachen. Ich mag's, aber es ist geil. Immer mit perfektem Kontern kombiniert und das mag ich daran nicht. Weil das machen, voll die Raiden-Waffen hier, ne? Ja, oder hier aus Kingsman, die Frau mit den zwei amputierten Beinen. Es ist nicht schlecht, das stimmt schon. Ja, sieht nicht World schlecht aus. World Tour Demo. Phantom Blade. Achso, man kann die auf den ganzen Messen dann spielen. Germany? Ja. Gamescom! Nice! That looks so good. Full demo that Media will be playing this weekend, so you'll hear much more about that. And that's going to do it for our Summer Game Fest live show. Thanks to Joy for joining us. Thank you, Jeff. I had such an amazing time. Happy Summer Game Fest, everyone.
Thanks, Joy. And we have so much more, so stay tuned, because Day of the Devs is coming up live right now. Ja, das werde ich mir schön morgen zu Gemüte führen. Game reveals, including the next game from Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now keep checking summergamefest.com for other event streams this weekend, and we'll see you again live this August 20th in Germany for Gamescom Opening Night Live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. Wir sehen noch in Deutschland. Ja, Jeffy Boy kommt da doch vorbei. Ja. Und letztes Jahr war sehr enttäuscht, als jemand auf die Bühne kam, falls du dich erinnerst. Ja, ja. Very disappointed. Wo ist GTA? Aber es sind denn auch so Dödel, die dann das Caption hier. Ja, das war die erste Summer Game Fest Präse. Ich glaube, wir können noch ein, zwei Minütchen kurz recappen, ja, bevor wir uns hier verabschieden. Not so much jetzt hier dabei. Zumindest ist bei mir nicht so viel hängen geblieben, außer dass ich mir den DLC zu Alan Wake 2 hole. Aber ansonsten war da nicht so ultra viel Neues für mich dabei zumindest. Keine große Überraschung. Also jetzt sehr viele kleine Titel, die ich sehr schön fand. Also ich glaube, was Elias vor Anfang gesagt hat, ey, ich freue mich auf die kleinen Indie-Titel. Ich muss sagen, die Indie-Titel haben jetzt hier bei dem Summer Game Fest so einiges rausgerissen. Also sehr viele kleine Überraschungen, die mir gefallen haben. Gerade bei diesem Horrorspiel, wo dann halt so diese Low-Poly-Optik da war. Das Power Rangers-Spiel, das finde ich persönlich halt so noch recht schick. Aber so jetzt große AAA-Spiele waren jetzt nicht dabei. Nö, die Horror-Compilation würde ich auch nochmal erwähnen, die fand ich gut. Mhm. Aber es war wirklich wenig, ja. Also wir haben jetzt eigentlich über alles schon geredet, was interessant war. Ja. Was ist bei dir hängen geblieben, Elias? Irgendwas, was dir noch im Gedächtnis? Das ist eine gute Frage. Okay, aber das ist viel. Aber das sagt einiges aus, wenn du jetzt sagst, ey, ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin extrem müde. Ich bin nicht mehr, gewöhnt. So meldet sich das Korean Chicken? Ja, du hast auch voll gut gegessen, muss man auch sagen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich mochte den Start der EPK ganz gerne. Aber es hat mich leider gerade in der zweiten Hälfte sehr stark verloren. Du hast sehr viele. Ja, das ist generell eine reine Werbeveranstaltung, natürlich. Also der Ironie sollten wir uns schon bewusst sein. Aber gegen Ende hin wurde es dann doch ein bisschen sehr. Schon wieder ein Hirsch. Wurde es dann doch schon sehr generisch. Deswegen hat es mich nicht bis zum Ende wirklich gepackt. Es gab ein paar Spitzen. Ich mochte, wie gesagt, das Spiel von den Gries-Entwicklern. Ich habe leider Neva heißt das, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Das war auch schön. Das mochte ich ganz gerne. Ansonsten. Ja, da ist das Ding mit dem Reh auch nochmal. Mhm. Stimmt. Ach, das war der Garant. Genau. Ja, stimmt. Das waren zwei Spiele, okay. Bei mir wird auch schon alles mittlerweile zusammengeschmolzen. Es fließt ein bisschen ineinander. Ja, gerade die zweite Hälfte war nochmal werbelastiger in dem Sinne. Jetzt, also ich hätte jetzt nicht diese Mobile Game, Ken Jeong zieht ein Hühnchenkostüm an und Bullanet springt da rum. Ja, aber das sind halt die Titel, die halt diese Showcase irgendwie finanziell tragen, höchstwahrscheinlich. Ist. Ja. Ich sag dir aber auch, das könntest du mit viel weniger tragen, wenn du nicht diese riesige Halle hättest und 5000 Leute da einlädst, nur damit du den Game-Industrie-Marker machst, während du am Anfang kurz alibimäßig sagst, übrigens tut mir leid, dass ihr alle eure Jobs verloren habt. Hier ist die große Bühne! Ja. Gib mir das Mobile Money. Die Bühne ist natürlich in dem Fall das Einzige, was vielleicht den ganzen Leuten noch hilft, neben guten Spielen ein bisschen Publicity fürs Gaming zu bekommen. Ja, ne? Aber also, ich meine, aber ich war natürlich auch nicht, enttäuscht. Klar, ich meine nicht die übertragene Bühne, sondern es muss nicht dieses riesige Gebäude sein und alles. Also wenn das hier so die Kosten oder so verursacht, das kannst du auch ein bisschen ökonomischer machen und hast trotzdem den Effekt da. Ja. Ja, es ist leider nicht so viel hängen geblieben. Ich bin auch bei dir, Simon, die Horror-Dinger sind interessant, wobei du sehr viel im Indie-Horror-Bereich bekommst, was einfach schon viele Sachen ausprobiert ich hat. Ich glaube, es ist eine gute kuratierte. Oh ja, das auch noch, genau. Ja. Was mir am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, ist witzigerweise dieses bunte Bärenspiel im Koop. Das ist so mega... dieses Prison Break-Ding. Ja, genau. Das war sehr witzig. Aber man muss auch sagen, es sind auch sehr, sehr viele Sachen gewesen. Wir haben jetzt zwei Stunden gehabt, wo dann wir einfach einen Trailer nach dem nächsten gesehen haben. Das war schon verdammt viel, deswegen ich glaube, es ist nicht einfach, sich jetzt einfach mal zu ordnen und alles rauszusuchen, was irgendwie in Erinnerung geblieben ist, weil das aller große Ding gab es halt einfach nicht, weil es einfach sehr, sehr viele kleinere, gute Sachen gab. Ich bin mir ziemlich sicher, Kollege Fabian schreibt schon fleißig mit und macht dann alles fertig, dass wir es im Game Talk dann besprechen können, Anfang nächster Woche, plus natürlich die ganzen anderen
Streams, die jetzt die Tage über sind. Hast du geplant, bei dir, Simon, noch irgendwas zu streamen in den nächsten Tagen davon? Oder? Nee, ich werde mir morgen definitiv Devolver angucken. Für mich ist das jedes Jahr ein Highlight. Ich kann es dir wirklich, Ilias, echt nur empfehlen, damit du die Lore verstehst. Alle Devolver, kannst ja die Spiele überspringen, aber die Story dazwischen, die ist es echt wert, weil die echt schön Meta ist. Ich bin mir sicher, dass sie auch dieses Mal wieder was machen, wie Gregor meinte, wo man sagt, okay, das ist, sie haben es nochmal getoppt. Wie gesagt, ich bin da echt ein Zucker für. Ich liebe das, dass die das so ironisch angehen. Und ansonsten muss ich sagen, hat mich jetzt nicht so viel gereizt bisher. Ich weiß gar nicht, was noch groß kommen soll an Präsentationen, meine ich, die mich jetzt, auf die ich warten soll. Also diese, welche war das jetzt, Ubisoft? Welche kommt demnächst? Microsoft kommt noch am Sonntag. Microsoft ist am Sonntag. Die würde ich mir allein wegen Halo, um das zu sehen, ob die wirklich das so machen und so, fände ich das schon sehr interessant. Was wollen wir da? Also Microsoft finde ich vor allem interessant, weil ich mir anhören will, wie deren Ton ist, so nach den ganzen Studioschließungen Also wie sie das auffangen, ob sie das ansprechen oder nicht, oder ob sie einfach versuchen, mit möglichst guten Spielen das alles aufzufangen. Also allein aus dem Gesichtspunkt finde ich das super interessant. Das werde ich mir definitiv anschauen. Mein Tipp wäre, es wird null angesprochen und for the gamers. Ja, aber Leute, Spiele für euch. Ja. Ich würde nur gerne mal was fragen, die können ja jetzt auch nicht. Also wer kann denn eigentlich wirklich was dafür, dass jetzt so viele Jobs verloren gegangen sind? Weil es machen die, ja irgendwie die Leute, alle, ne? die Leute entlassen haben, die können was dafür. Ja, ja. Die vorher ohne Ende Firmen eingekauft haben, um dann Leute zu entlassen. Ja, genau. Aber wenn sie die vorher nicht eingekauft hätten, dann hätten sie auch keinen Job. Also dann hätten sie die Zeit zwischendurch keinen Job gehabt. Dann hätten sie ihre alten Jobs noch. Würde ich disputen tatsächlich? Ja, okay. Wie gesagt, ich frage ja gerade, weil ich es nicht so ganz verstehe, warum dann immer so einzelne Firmen rausgenommen werden und die hatet dann jeder. Früher war es ja EA, heute ist es jetzt halt alles Mögliche. Im Grunde ist doch jede große Firma mittlerweile hat doch Dreck am Stecken, oder? Nee, ich kann es dir aber sagen, du kannst auch über jede große Firma weiter haten, weil niemand hatet EA weniger, weil Microsoft jetzt Scheiße baut. Ja, EA ist weiterhin ein Firmenkraker, der Sachen dicht macht. Also ich glaube, es ist auch nicht unbedingt jetzt die richtige Diskussion, wenn wir übernächtigt nach einem unterwältigenden Summer Game Fest easy. Hier rauskommen. Ich wollte keinen Stress provozieren. Ich sage einfach wirklich eine Frage, weil ich bin da emotional so ein bisschen, mich interessiert es nicht so sehr, also natürlich Jobs so, aber ich meine, wer jetzt gerade der böse, der Bad Guy ist im Gaming, so das quasi, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Microsoft. Das habe ich mittlerweile verstanden. Jetzt grade, ja, aber davor war es, was ich sagen will, ist davor war es der Embracer, genau. Auch da hatten die meisten Leute überhaupt keinen Plan, wer eigentlich jetzt genau bei Embracer alles ist, warum das so passiert ist. Und davor war es dann, glaube ich, davor war es EA, ne? Und danach auch. Naja, aber das ist ja der Punkt, dass die Industrie gerade aktuell, so scheint es zumindest, nicht nachhaltig aufgebaut ist. Nee, ist sie nicht. Dass egal, wie du es drehst und wendest, dass das alles auf Wachstum getrimmt ist. Und dass jetzt so langsam aber sicher alles in sich zusammenfällt. Vor allem, jetzt könnten wir das komplett aufrollen Corona hier. Es gab so viel Geld und jetzt haben sie sich eingekauft. Und jetzt denken, ach fuck, verdammt, die Industrie wächst ja gar nicht mehr. Was passiert denn dann? Und jetzt sehen wir, was passiert. Tausende von Menschen verlieren ihren Job. Und da finde ich es aus dem Gesichtspunkt alleine schon interessant zu beobachten, wie erstens die Industrie damit umgeht. Und jetzt haben wir gerade, um einfach fair zu bleiben, wir haben nicht gehatet, sondern wir haben über die nächsten Konferenzen gesprochen und da ist Microsoft einfach eines der größeren, das ansteht. Und da finde ich es auf jeden Fall legitim, nochmal herauszuarbeiten und zu schauen, okay, werden die das ansprechen? Ist das ein Ding? Oder wollen sie das einfach nur mit, wie gesagt, in Klammern, guten Spielen überspielen? Ja, die werden sicher sein, dass es keine gute Zeit war, um Spiele zu entwickeln oder so, ne? Und dass es harte Zeiten sind. Ich meine, die hätten sicherlich auch gerne mehr Geld verdient und mehr Leute eingestellt, als quasi weniger Geld verdienen und Leute und damit das Image und so zu schädigen. Aber ich bin ja auch nicht happy, ne? Ich verteidige hier ganz sicher nicht Microsoft. Ich hasse Windows. Genau, lass an dieser Stelle ergänzen, auch Sony absolut scheiße, weil die auch so viele gekündigt haben. So, jetzt haben wir alle. Ja, genau. Da hast du halt fast bevor, alle. Bevor dann die Lizard. Fanboy-Kriege dann wieder aus brechen. Was macht die Regie da gerade? Ich sehe es ja nicht, aber ich hoffe nur. Nein, tut es nicht. Aber ich mag euren Gedanken. Die haben gerade Nickelback gesucht auf YouTube. Vielleicht wollen die nochmal ein bisschen aufregende Musik hören jetzt also, hier. Die wollen das ja aufhören. Die wollen das ist sehr, ja, genau, dass das Stream dann aufhört. Ja, das Konto gerne leer spielen. Dann die Zusammenfassung nächste Woche im Gameplay raus. Ilja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Chat, voll schön, mal wieder euch zu sehen. Das ist Jahre her, gefühlt.
ich glaube nicht mal gefühlt, sondern es ist Jahre her. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr, und ja, wie Gregor gerade gesagt hat, nächste Woche geht es weiter mit einem Game Talk. Nicht nur dann mit dem Summer Game Fest, sondern mit Microsoft und mit ganz vielen anderen Sachen. Genau. Danke, Simon, dass du die Zeit per Stream genommen hast. Kleiner Tipp noch, ich habe es gerade aus dem Chat bekommen. Dieses Spiel Bodycam, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist gerade erschienen. Das werde ich mir direkt runterladen. Das ist so ein Horrorspiel oder so ein Actionspiel, Horrorspiel, glaube ich, mit so einer Bodycam-Perspektive. Nee, First-Person-Shooter. Ist es? Okay, dann habe ich es. Aber ich werde es mir trotzdem direkt runterladen. Unreal 5, First-Person-Shooter, Bodycam, sehr wackelig, sieht wie Found-Footage aus, wenn du damit herumschießt. Genau, ja, ja, das meine ich. Aber ich dachte, es wäre ein Horrorspiel. Aber es ist dann so ein Polizeiding, ne? Oder sowas. Irgend sowas. Multiplayer-Shooter. Ja, aber wer hatten dann da ein Bodycam? Also, na gut, egal. Check das aus nachher, wenn das gestreamt und gespielt wird. Danke, Wirt, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne doch. Und danke an euch da draußen, dass ihr mit uns geschaut habt. Danke an die Regie, dass die das mit uns hier begleitet habt. Wir geben einen Raid rüber zu den Kollegen zu GameStar. Geht da vorbei. twitch.tv/GameStar. Ja, liebe Grüße. Ich habe keine Ahnung. Grüße. Aber wahrscheinlich. Liebe Grüße. Und ja, vielleicht sehe ich nachher noch ein paar zu Atlus. Vielleicht mal noch Devolver mal gucken. Ja, bis dann, Devolver Leute. Noch. Bis dann, Leute. Gut, hier mache ich jetzt auch gerade mal Schluss, denn es wird ja auch ein bisschen später. Jetzt will ich aber kurz doch nochmal kurz schauen wegen Bodycam, weil das, was ihr gerade gesagt habt, fand ich jetzt erstmal interessant. Also ich, wie gesagt, um noch kurz was zu sagen, zu meiner Meinung dazu, weil das muss ja jetzt auch nicht zu einer Diskussion führen, aber ich persönlich denke mir halt so, naja, wir hatten halt fette Jahre mit Corona, alle Firmen haben halt mega Gewinne gemacht, haben wie immer diese mega Gewinne kassiert, haben wie immer den Leuten nichts abgegeben, haben neue, billigere Leute sogar noch eingestellt und haben dann halt gemerkt, so, jetzt machen wir keine Gewinne mehr, weil Corona durch war und die Leute halt nun mal nicht den ganzen Tag dann zocken. Gleichzeitig wird alles teurer, alles schwerer, alles anstrengender, dadurch haben die Leute weniger Bock zu zocken, weniger Geld zu zocken, weniger Geld zum Zocken. Und deswegen ist es so, wie es ist, einfach. So einfach ist es so. Damit Entwickler mehr Spiele entwickeln können, müssen wir mehr Spiele kaufen. Und wenn wir das nicht machen, und das ist ja völlig auch legitim, keine zu kaufen, so, dann gibt es halt weniger Geld für Spieleentwickler. So. Trotzdem gibt es bei der Diskussion noch tausend Probleme, aber ich denke mir immer, es ist immer so einfach, irgendwelchen gesichtslosen Firmen dann die Schuld zu geben, weil am Ende sitzen da auch irgendwelche Leute. Weiß nicht. Ich tue mich da einfach schwer mit, weil das ist immer so einfach. Das macht es immer so einfach zu sagen, ja, das ist jetzt ist das die Firma, ist jetzt scheiße, dann ist die Firma scheiße. Aber das halt dann quasi Embracer ist ein gutes Beispiel. Die wären halt komplett zugrunde gegangen, wenn die nicht auch, sage ich mal, entsprechend reduziert hätten. Und natürlich kann man sagen, ja, musst du halt vorher machen. Darum geht es ja dann nicht. Aber dass die reduzieren, sorgt dann dafür, dass neue Jobs in andere Jobs bleiben. Und man dann vielleicht überhaupt eine Grundlage hat, in der man irgendwann nochmal neue Jobs überhaupt wieder generieren kann. Aber ist auch nicht mein Thema so, weil offen gesagt, wie gesagt, ich bin da gar nicht so emotional drin. Aber man kann, finde ich, das ist eine Sache, die hat jetzt nichts damit zu tun, sondern generell, man kann ja auch bestimmte Jobs nicht einklagen, wenn es zu viele Leute gibt, die diesen Job haben. Und es gibt auf jeden Fall zu viele Spieleentwickler, es gibt zu viele ja, Devs und all das so. Alle Leute, die früher noch gehört haben, Learn to Code, wissen jetzt halt, okay, das ist nicht mehr lange. Und naja, das ist halt, das wird ja nicht aufhören. Also ich sage damit nicht, ne, es ist irgendwie cool oder man muss halt damit leben so. Ich sage nur, dass es einfach der Way to go ist, dass du so Wellenbewegungen hast, ne, zu viele Leute eingestellt, zu wenig Leute eingestellt, so, dann ist ein Spiel, ist ein Erfolg, ein anderes Spiel hat nicht funktioniert, dann, das hängt halt bei Games alles zusammen, wenn diese Spiele so groß werden, dann ist es unweigerlich immer ein Make-it-or-break-it-Thema, so ein großes Spiel. Wenn jetzt Kingdom Come Deliverance 2 nicht gut performt, ist es der Mega-Super-GAU für Embracer, weil die schon mit, aus irgendeinem Grund haben die gedacht, dass Alone in the Dark gut funktioniert. Stimmt aber nicht. Hat null funktioniert, Riesen-Flop. Outcast ist in dem Fall auch ein Riesen-Flop gewesen. Da haben sie dann halt vielleicht einfach auch die falschen Titel genommen, hat halt nicht funktioniert und wie gesagt, das ist halt ein schwieriges, langes, großes Thema, wo ich natürlich jetzt auch nicht auf gar keinen Fall behaupten würde, dass ich mich damit auskenne, außer halt als Konsument und so als jemand, der die Leute kennt. Ne? Also, wir haben nicht viel gesehen, wir haben nicht viel mitbekommen, danke für den Tipp, was macht dein Buch schreiben, hast du den Film Forrester gefunden? Ich kenne ihn, ich habe ihn noch nicht gesehen, ist schon alt, ich werde ihn irgendwann mal gucken. Finde die Aufregung in Deutschland auch ein bisschen künstlich teilweise. Ja, das ist in Deutschland, regt man sich so auf,
weil man das, glaube ich, nicht so richtig versteht, wie das in den USA und so ist mit Firmen. Da ist halt eine ganz andere Politik. Bei uns hast du halt eine Sicherheit, da ist die Empörung dann auch größer, wenn Leute wenn Leute halt nicht so behandelt werden, wie wir es eigentlich erwarten, wie Leute in Jobs behandelt werden, was ich ja auch gerne hätte. Ne? Ist immer ein bisschen doof, wenn du dann so versuchst, das ein bisschen zu relativieren, dann denken Leute automatisch, du verteidigst jetzt irgendwie EA oder Microsoft oder Sony oder wen auch immer. So, war auf jeden Fall schön. Ich fand es auch nice. In Zukunft wird es natürlich noch mehr geben. Es wird in Zukunft auf dem Mon-Kanal erstmal nichts geben, weil ich da an was Neuem arbeite. Es wird einen Gaming-Kanal geben, wo meine Gaming-Sachen draufkommen. Das hier wird dann wahrscheinlich entweder auf den React-Kanal, ich denke ja, auf den React-Kanal oder auf den Let's Play-Kanal kommen. Und der Haupt-Mon-Kanal, da, wie gesagt, da lasse ich mir gerade mal ein bisschen Zeit, da gucke ich mal, dass ich irgendwas Lustiges mache. Da will ich mir einfach ab und zu mal was Cooles machen und mich nicht weiter stressen und vor allen Dingen das nicht komplett mit Games zu kacken, sondern da auch ein paar andere Sachen machen. Das sind die Infos. Und ja, danke, dass ihr da wart, ne, die ganze Zeit. Und morgen reden wir auch mal wieder über Kapitalismus und alles andere Schlimme. Simon sieht aus wie Omni-Man aus Invincible. Ach, wegen den grauen Schläfen, ne? Ja, ich bin ja großer Fan von Invincible, kann ich sehr empfehlen. Wie schläfst du aktuell? Dir geht's gut? Wäre schon besser, wenn ich nicht arbeiten müsste. Und ich muss sagen, ich habe in Japan halt auch nicht gut geschlafen, also nicht so gut geschlafen, aber dieses frühe Aufstehen hat schon was gebracht und einfach, man ist echt fit für den Tag und mittlerweile holt mich schon die alte Leier sozusagen wieder ein. Okay, Leute, Gregor hat gesagt, dass er streamt noch, hat er, ja, er hat gesagt, er streamt nachher noch diese eine Preso oder nimmt sie vielleicht nur auf, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich auf jeden Fall höre jetzt auf, es ist so warm hier, ich bin so richtig so am, sieht man noch ein bisschen richtig am Schwitzen. Ja, ich freue mich, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal, ich schicke euch jetzt auch noch irgendwo hin. Ich muss hier auf jeden Fall mit meinem Ton arbeiten, da waren ein, zwei Sachen jetzt heute echt noch nicht eingestellt, weil es gab ein Update für mein XLR und Ding und dann ging es halt nicht, natürlich. Natürlich. Wie ist dieses Bodycam-Spiel? Stimmt, das wollten wir noch gucken, ne? Das machen wir schnell nochmal. Ja, das hieß, glaube ich, auch Bodycam. Ich kann mich total erinnern an die Trailer. Ich habe das auch schon geliked, glaube ich. Da, an sowas dachte ich, glaube ich. Hier, Bodycam Horror. Ich nehme den kurz mal. Seht ihr? Das gibt es nämlich auch noch nicht. Das ist das, was ich meinte. Und das hier ist das, was, okay, ultra-realistische Multiplayer First-Person-Shooter, Unreal Engine 5, actionreiche Bodycam. Welcome back to Bodycam. Ja, tut mir leid, Leute. Ich habe hier, wie gesagt, Lautstärke ist ein bisschen. Also, wie ihr seht, das ist auf jeden Fall ein interessanter Titel. Werde ich mir mal überlegen, ob ich mir den mal angucke. Weiß nicht genau. Weiß ich noch nicht genau. Eigentlich würde ich es gerne mal spielen, ne? Aber 30 Euro ist mir doch ein bisschen viel. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo anders herkriege. Auf jeden Fall vielen Dank für alle, die jetzt. Achtung, es wird laut. Doch nicht. Ich stelle das um. So, ich schicke euch jetzt woanders hin. Weiß noch nicht genau wohin, aber ich weiß genau, ihr werdet es sicherlich genießen, mit mir zusammen jetzt irgendwo anders hin zu eimern, zu kacheln. Was haben wir hier? Resident Evil 9 Trailer, Jurassic Park Shadow Drop. Ach nee, da hat auch nur jemand geguckt und erwartet, dass geiler Shit kommt, kam dann aber gar nicht. Du folgst, das ist doch gut, ähnliche Größe oder kleiner, Going Places, Kid Icarus, Always On, PewDiePie, Special Events bei Rocket Beans, Soul Mask. Das kann man machen, Soul Mask ist doch, glaube ich, ganz geil. Könnt ihr mal reingucken, könnt ihr mal zugucken und vor allen Dingen könnt ihr dann auch schön beim Gucken wegschlummern. Wenn ihr Bock drauf habt, dann geht doch jetzt mal den Raid mit. Ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder Zeit habe. Wird wahrscheinlich morgen sein. Morgen will ich auch ein bisschen so ein Morning-Show-Ding machen, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wird schon irgendwie. Im Moment chill ich mich gerade ziemlich weg und bin deswegen gerade nicht so richtig aktiv, aber das wird sicher auch wieder besser werden und dann haben wir wieder mehr Zeit. Und so wie jetzt ist auch okay. Also, bis dann, Leute. Schönen Abend. Und viel Spaß, ne? Wir sehen uns auf YouTube bei meinen drei Kanälen. Bitte abonnieren. Bis dann. Katzoink. Okay. Leute, wenn ihr das hier seht, dann seid ihr auf einem neuen Kanal. Zwinki, Zwoinki. Das heißt, ihr bitte mal einfach abonnieren. Einfach mal jetzt abonnieren. Ich warte. Ja? Hast du jetzt nicht abonniert? Ich weiß, du wartest jetzt, dass das... Nee.
abonnieren, Alter. Abonnier diesen Kanal, denn in Zukunft werden wir das alles hier machen. Alle YouTube-Videos werden hier landen, alle Let's Plays werden hier landen, alle Gaming-Videos werden hier landen. Scheiße, nee, ich habe den falschen Kanal gepusht, ne? Das ist jetzt ja gerade wahrscheinlich was für Montalk. Ich weiß es nicht, aber dann umso besser. Abonniert den auch und geht auf den zweiten Kanal. Mon Let's Play. Ja, ich glaube, das ist der Name. Und dann werdet ihr da in Zukunft nichts verpassen. Auf dem Mon-Kanal wird es primär jetzt nicht mehr Let's Plays geben. Also eigentlich gar keine Let's Plays mehr, sondern einfach alles andere. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich fand es nur okay, aber das muss auch mal sein, ne? Muss auch mal Mittelmaß sein. That's what she said. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich sag so!